Um euch darüber in Kenntnis zu setzen, sollte es Coppelius gerade Mordanschlagsversuche an dem Sohn Abdul Harzim ibn Jafar Amirid geben. Dieser ist nun mein neuer Hauptspielerbe. Ich habe kein Mordkomplott. Du solltest vielleicht drüber nachdenken, ob du neben perverser Ehebrecher und inzestiös auch noch was anderes stehen haben möchtest. Ne, aber liegt ja an dir. Geh bei mir. Ich bin wieder da. Jawohl. Dankeschön, Licht, für den Prime-Sub. Oh Gott, vielen lieben Dank. Ah, oh, 2400 haben wir wieder. Und dankeschön, Flix, für die 21 ich Monate. Ich melde mich auch anwesend. Dankeschön, dankeschön. Und Aufnahme ist gestartet. Ja, ich wär auch soweit. Ja. Sind alle wieder da, oder? Coppelius? Danke für die Erinnerung. Nee, Coppelius und Steinwallen fehlen, glaube ich, noch. Ich bin da. Ah ja, ach so, dann. Immer noch bizarrer, dass wir tatsächlich trotz all unserer Bemühungen immer noch mehr in Richtung Aussöhnung tendieren. Obwohl wir nur Stress machen die ganze Zeit. Aber es sind auch irgendwie KI-Leute, sind zu Glauben konvertiert. Ich habe tatsächlich relativ viel Lösegelder, aber es auch, gilt auch nur für Herrscher, ne? Nicht für alles. Lustig. Ja, ist komisch, ja. Wir müssen halt mal richtig, wenn wir Feindseligkeit wollen, musst du halt richtig ehrlos sein. Beteiligte Herrscher. Dankeschön, Waffenstillstand brechen. Das gibt richtig viel Feindseligkeitswort. Und wenn du richtig alle Ehre fahren lässt. Da sind viele Feinheiten drin, die im Multiplayer nicht so richtig eine Rolle spielen, ne? Was man hier so macht. Ja. Druckmittel gegen beteiligte Herrscher, ja. Im Multiplayer halt nicht so relevant. Burgen errichten ist teuer. Ja, leider, genau. Man hat gar nicht so viel Geld. Für so eine 8-Stunden-Session auch. Dankeschön, bärtiger Eumel, für die 25 Subs. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, man spielt durchaus auch anders bei diesen 8-Stunden-Sitzungen. Es Dankeschön, gibt einfach danke, Sachen, danke, die halt einfach gar nicht so eine Alter, große Rolle spielen im Vergleich. Seid doch crazy. Ich danke euch. Vielen lieben Dank und Hallöchen an alle. Total. Auch die typische Brutmutterspielweise, ne? Bis du mal gute Erben kultiviert hast, braucht ja 2, 3 Generationen. Die typische Brutmutterspielweise. Hast du das gerade so genannt? Ja. Okay. Oh, nett. Also ich sehe das als Kompliment an dich. Dass, weißt du, nach mir ist nur Failen in diesem Spiel benannt. Du, ich bin schon dran. Also mein Enkelkind ist schon intelligent mit 2 Tiergruppen. Also I'm working on it. Ja, dann. Meine Rückmeldung ist vorher nicht durchgegangen. Dankeschön, Kathy, für die 4 verschenkten Subs. Willkommen zurück allerseits. Dankeschön, dankeschön. Aufnahme dann ist schon. Wollen wir hier Aufnahme mal einen kurzen Überblick geben. Und wir haben hier, seht ihr, es gibt, die kleinen Reiche sind weitgehend von der Karte verschwunden. Und fangen wir doch mal beim wohl aggressivsten Fürsten hier an, bei Coppelius, bei König Alfonso dem Tapferen, dem hinterlistigen, zynischen Lustmolch, auch noch pervers. Mhm. Alles gut, Mimi. Du hast erstmal deinen Bruder rausgekegelt und dir jetzt hier islamisches Land genommen, ne? Naja, das Wichtigste einmal vorweg, ich habe natürlich die Gunst der Stunde genutzt, weil du meinen Bruder angegriffen hast. Mhm. Und ich mir dann gedacht habe, hey, da kann ich mich hier gut anschließen. Also hättest du nicht meinen Bruder angegriffen, wäre ich nie auf die Idee gekommen, da jetzt nachzuziehen. Also... Aber man könnte ja auch auf die Idee kommen, oh nein, mein Bruder ist in Gefahr. Ich finde den Chat tatsächlich tun, um extrem ihn aus störend. Gefahr zu erretten, statt Bild davon zu Lego profitieren. Nein, das Problem ist, wir haben ja gewusst, dass er ja nicht so wirklich als König taugt. Deswegen haben wir ihn dann auf die Art und Weise abgesetzt und er ist ja dafür jetzt mein Ratskanzler. Also er ist ja wohl noch in einer vernünftigen Position, aber als König hat er halt wirklich nicht getaugt. Deswegen haben wir gesagt, werden wir den ein bisschen anders positionieren. Wir werden das so klassisch politisch 21. Jahrhundert machen. Einfach in andere Posten versetzen. Das ergibt keinen Sinn für mich, ich weiß gerade. Einfach Resteverwertung vom Feinsten.
Und naja, wie schon gesagt, Toledo ist von Anfang an so ein Gebiet gewesen, das mir ins Auge gestochen ist. Nicht nur aus geschichtlicher Perspektive heraus, sondern auch, weil es, schaut, wenn ihr euch die Karte anschaut, das liegt so herrlich in der Mitte. Mhm. Und ich denke, aber, wenn also das ist durch ein Gebirge von deinem Land getrennt. Ja, und du hast trotzdem, also du kannst es gar nicht gesehen haben von deiner Hauptstadt aus, weil da Gebirge dazwischen ist. Und trotzdem hast du dir gedacht, das ist meins. Ich bin auf dieses Gebirge raufgeklettert und habe mir das angeschaut und mir gedacht, ja, das schaut gut aus, das gefällt mir. Und der klassische bergsteigende Österreicher halt. So ist es. Ich habe mir sofort gedacht, wunderbares Gebiet für ein Skigebiet eventuell und ja, geht schon los. Das große Problem, glaube ich, was wir jetzt allerdings hier haben, ist, dass unser mehr oder weniger das Gebiet tatsächlich ausgeht. Also in meiner Situation oder in meiner Situation, ich kann mich jetzt nicht wirklich mehr ausweiten. Das Einzige, was noch möglich wäre, abgesehen, wenn wir jetzt untereinander in den Konflikt direkt treten, weil das, was ja vorher passiert ist, ist ja eigentlich, dass wir uns ja nur um ein Gebiet gestritten haben, ohne direkt gegeneinander zu kämpfen. Es hat also außer einmal, als ihr gesagt habt, und jetzt rüber nach links zu den Moslems. Ne? Weil also wir euch natürlich abgewehrt haben von eurem Plan, aber es ist ja nicht so, dass wir mit euch im Krieg ja eigentlich waren. Wir haben uns ja nur um das gleiche Gebiet gestritten. Aber deswegen muss ich jetzt schauen, dass ich mich natürlich irgendwie anders noch ausweite, damit auch meine Machtposition einfach besser wird. Und mal schauen, was jetzt in den nächsten zwei Stunden diesbezüglich passieren wird. Ist das eigentlich dein erstes Ränkespiel, Coppelius? Ja. Aha. Also, und dann machst du dich direkt so unbeliebt. Ich glaube, die Leute wissen das eh. Also ich muss wirklich sagen, Coppelius, es ist ein vorbildlicher, klassischer, typischer Ränkespiel-Einstand. ich weiß eigentlich immer, dass ich einen Glücksgriff getätigt habe mit einem Teilnehmer, wenn man nach zwei Stunden mit ihm schon, weißt du, wenn man nach zwei Stunden schon solche schäbigen Rechtfertigungen von ihm hört, wie ich sie selber gerne pflege, dann weiß ich, sehr gut, du passt hier super rein. Willkommen in dieser Runde. Du bist auch gar nicht so schlecht dabei. Du hast 2700 Mann und du hast dich mit den anderen beiden christlichen Spielern verbündet, wenn ich das richtig sehe, mit Herzog Berengar dem Alten von Barcelona, das ist Sepp, und mit König Sancho dem Starken, das ist Denzel. Gehen wir doch mal zu König Sancho als nächstes, weil König Sancho ist ein bisschen so ein Typ, der zeigt auch gern seine Stärke. Der hat schon 4300 Mann, ist auch gerade im Krieg, um so, glaube ich, die letzte unabhängige kleine Fraktion auf der Karte noch wegzufegen, Denzel. Wie fühlst du dich damit? Gezeichnet. Geht's mir? Läuft wunderbar. Ich bin hier so ein bisschen im Sandwich zwischen meinen christlichen Verbündeten. Aber wir machen das richtig gut. Ich habe noch nie so gut zusammengearbeitet. Mit zwei Leuten gleichzeitig. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht hier Richtung Süden, glaube ich. Ja, Norden ist nur Frankreich. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie da zu viel drüber reden, aber tatsächlich gab es hier einen Kontrast. Ne? Man hat gesehen, dass Zusammenarbeit zwischen Spielern auch schlechter funktionieren kann. Ich führe das jetzt gar nicht näher aus. Maurice. Aber wir machen uns nicht schlechter, als wir sind. Also die Zusammenarbeit zwischen Steinwein und mir passiert hier komplett fehlerlos. Und dass du auch Steinwands Gebiete vergessen hast, wegzudrücken, war halt einfach ein Weber. Was soll man sagen? Ich hab dir gerade erst geholfen gegen. Und jetzt kommst du hier an, dass nur mit Steinwallen alles funktioniert, oder was? Ich habe nicht gesagt, dass nichts funktioniert in dieser Dreierkonstellation. Okay. Es gibt halt. Es ist halt Luft offen nach oben für Verbesserungen. Ja. Und ich gucke gar nicht nur zu dir schon. Gut, okay. Gut, darauf können wir uns einigen. Das ist so eine schöne diplomatische Meeting-Formulierung, wo niemand Schuld auf sich laden muss. Es ist noch Luft nach oben. genau. Denzel, wie siehst du so die Zukunft so? Wenn du so jetzt hier, also du hast ja noch ein paar Eroberungen vor dir, ne? Es gibt ja noch ein paar Muslime, die du schlucken kannst hier. Ja, aber das entscheide ich ja nicht alleine, das Schicksal der Muslime. Das entscheiden wir ja hier in Dreierunion. Und da ist noch keine Entscheidung gefallen. Und du bist wahnsinnig, wie du vorher schon auch korrekt
Ja, das stimmt. Aber das Lustigste war ja tatsächlich, als ich meinen besten Freund verloren hatte und, glaube ich, minus 200 Anspannungsstufen Scheiße. Das war richtig viel. Dann musste ich ihn einfach ausstopfen, weil das hat plus 100 wiedergegeben. Jetzt steht er neben mir die ganze Zeit. Geil. Das ist so schlimm. Wirklich. Vielleicht ist es ganz gut, dass du nicht allein das Schicksal der Muslime entscheidest. Das hat ein bisschen einen harten Malus auf dich, möchte ich nur kurz sagen. Also, ja. Wie gefällt dir das nicht? Soll ich dich nicht ausstopfen, wenn du stirbst? Doch, denn das fände ich eigentlich ganz schön. Dann würde ich wenigstens dauerhaft da sein. Aber ich habe Bedenken um dein Ansehen in der großen internationalen Bühne. Minus 25% Frömmigkeit und Prestige. Nicht schlecht. Ich frage mich gerade, ist das irgendwo vermerkt, dass du den Freund hast? Ausgestopfte Leiche ist. Ja, genau. Geil. Im katholisch. Wo seht ihr das? Hat dich das auch wahnsinnig gemacht? Oder warst du davor besser schon gemacht. Wahnsinnig? Der Tod hat ihn wahnsinnig gemacht. Das hat miteinander zu tun. Ach so, das sind zwei unabhängige Wahnsinnigkeiten. Ja, ganz unabhängig. Okay. Hast du den auch ausgestellt? Sehe ich den in dem Tonsaal? Nee, leider nicht. Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe gerade geschaut. Dein Thronsaal ist sehr leer. Hast du den woanders, in einem anderen Zimmer stehen, im Schlafzimmer? Müssen wir was wissen? Im Kerker in meinem Schlafzimmer wahrscheinlich oder so, ja. Der reitet immer hinten auf meinem Pferd drauf. Ich kann leider nichts mit dem machen, das ist das Problem. Ich mag manchmal auch die Beschreibungen in dem Spiel. Eine verstörende und lästerliche Praktik. Aber gleichzeitig hat er auch Höflichkeitsstandard. Ich glaube, er grüßt morgens immer die Leiche. Ja. Morgen. Und dann haben wir als dritten Christen im Bunde Sepp, den ich immer separat anklicken muss, weil wenn man nur die Reiche anschaut, dann bist du in Frankreich, was so ein bisschen... Du bist jetzt damit auch so an zwei komplett eigentlich sonst getrennten Konflikten beteiligt, weil einerseits bist du halt als Spanier schon Teil des Iberischen Ringens, aber gleichzeitig hat Frankreich auch gerade so ein paar Sachen am Hals. Ja, die haben ganz schöne Probleme. Ich glaube, das Französische Reich, das wird nicht mehr lange existieren. Beziehungsweise da werden sich Mächte verschieben, wenn ich das hier so richtig sehe. Da gibt es einen großen Aufstand, an dem ich mich jetzt erstmal nicht beteilige, denn der Aufständige ist mein guter Verbündeter, der König von England, der sich hier irgendwie halb Europa mal unter den Nagel reißt. Aber... Rucola-Pesta. Ja, ich dümpel hier so ein bisschen vor mich hin. Und mit Denzel habe ich sehr gute Beziehungen hier. Wir haben ein respektvolles Verhältnis. Das schätze ich sehr. Und versuche jetzt noch ein paar Ländereien mir zu ergattern, was gerade nicht so gut funktioniert. Denn ich bin halt schwach. Ja, muss man halt einfach mal sagen. Dann können wir schon. Und, nee, habe ich nicht, woran. Das möchte ich kein einfach Placement ausbauen. Heute. Aber lieb, dass du fragst. Du bist auch gerade gegen Tulay. Also, Tulay ist genau. Die Leiche, auf der wir alle uns so ein bisschen, auf der wir alle schmausen. Schon seit einer Stunde oder sowas. Wir ja auch von unten haben uns da, ich habe mir eins, Steinwallen hat sich eins gekrallt. Und gerade ist der aber so runtergeprügelt, dass du, glaube ich, ganz gut bei ihm nur noch Sachen holen kannst. Da hat er gerade 900 Mann. Ja, aber einen starken General. Ah, okay. Und einen Verbündeten. Ah, verstehe. Das sind Dinge, die es mir etwas schwieriger machen. Verstehe. Wie du eben richtig gesagt hast, Frankreich hat so einen komischen Doppelangriff. Mega cool. Dass der Aufstand kommt von innen, cool. Burgund, aber die Engländer machen mit und unterstützen den. Das heißt, William, der Bastard von England, der zwischendurch ging irgendwie ganz England an Norwegen, aber es hat sich inzwischen wieder weitgehend unabhängig gemacht. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber hey. Das norwegische England existiert auch noch. Oh, stimmt, jo. Also zum Teil. Und rechts ist halt die große Mauer des Heiligen Römischen Reiches, wo, glaube ich, nicht zu erwarten ist, dass da viel uns tangieren wird. Aber die ganze Frankreich-England-Situation könnte vielleicht noch irgendwann Nachos, aber mal nicht nach Iberien reinschwappen, wenn das so weitergeht. Das wird bestimmt noch interessant. Dann gehen wir doch mal auf die andere Seite. Pia, wie viel Spaß hast du in Mallorca gerade? Ich habe gerade Rucola-Pesto mit Nudeln bekommen. Ich bin sehr glücklich. Ist das die Pflanze, die in deinem Charakter... Rucola, genau. Okay, ja. Nee, mir geht's großartig, nachdem irgendein hinterlistiger Spieler mehrfach meine Geliebte getötet hat, habe ich wieder vier. Es gibt ja genug Frauen auf diesem Markt. Mir geht's großartig, ich kann nichts sagen. Also ich habe dem Tululu-Duta vier Gebiete abgeknöpft. Mir fehlt noch ein Gebiet,
dann habe ich mein Königreich vollkommen. Das sollte ich, weiß ich nicht, ob ich das mit 70 jetzt noch schaffe, aber sonst mit dem Sohn auch in Ordnung. Mein älterer Sohn, den habe ich enterbt. Ich habe da kurz einen Prozess gemacht. Mein jetziger erbender Sohn ist großartig. Ich bin ultra zufrieden. Ich kann überhaupt nichts sagen. Also mir geht's richtig, richtig gut. Okay. Oh, der ist. Oh ja, dein Erbe ist ja. Alter, was hat der. Was? Was ist da? WTF? Mhm. Was ist das denn für ein. Also, oh mein Gott! Was hast du denn da gemacht? Der, den gab's schon. Alter. Ich hab dem nur eine gute Frau gemacht. Habe ich so auch so ein Kind? Ja, der hat auch noch irgendwie hier 10 noch so kleinere positive Eigenschaften. Ja, der da ist, unten, ich weiß auch nicht, was der gemacht hat. Also der ist ja alleine ausgerastet. Und wenn man halt guckt, also der, sein ältester Sohn, den werde ich wahrscheinlich auch nochmal loswerden. Aber der zweite Sohn ist auch schon intelligent. Also ich bin sehr zufrieden, ich kann nichts sagen. Was ist denn das, ey? Wie kannst du denn immer noch die Brutmutter sein, wenn du einen vorgefertigten Charakter mit einem vorgefertigten Sohn bekommst und überhaupt nichts daran machst und trotzdem noch, ja, nee, guckt euch dieses genetisch perfekte Muster-Exemplar an. Wenn du den Brutmutter-Perk verinnerlicht hast, dann laufen die Gene dir zu. Das ist so ein Dynastie-Perk, meinst du? Der zieht sich durch. Ja, ja. Das ist ein Dynastie-Perk, der spielstandübergreifend funktioniert. Sehr gut. Ebenfalls gut läuft es bei, ich glaube, dem aktuellen wahrscheinlich Oberhaupt der Muslime in Spanien. Dankeschön. Bei Steinwallen Sultan al-Mutadid ibn Muhammad von al-Andalus. Das Spiel ist recht leicht zum Lernen. Man muss sich halt ein bisschen die Zeit nehmen dafür. So sieht's aus. Genau, in Andalusien. Ja, was soll ich sagen? Ich finde auch, wir Muslime machen das deutlich besser, als du es hier so ein bisschen immer im Unterton andeutest. Wir sind die Stärksten hier in Liberien und wir sollten unsere Macht auch langsam nutzen. Da hast du vollkommen recht. Auch ich stehe entgegen meinem eigenen Pessimismus gar nicht so schlecht da eigentlich. Ich habe 3500 Mann. Ich habe mir ein bisschen was hier an Gebieten erobert. Ich kann auch schon ein Königreich gründen. Es mangelt noch ein wenig an der Staatskasse. Du kennst das Problem. Aber ich bin ja auch noch jung. Knackige 34. Ich glaube, mein Erbe ist nicht ganz so toll wie der von Pia. Er ist ein mittelmäßiger Gelehrter. Nur ganz wichtig, ne? Das ist mein zweitältester Sohn, aber es ist mein Haupterbe. Falls ihr jetzt alle schon Mordkomplotte angeklickt habt, das ist mein Haupterbe. Das ist gegen die Regeln. Das ist jetzt mein Spielererbe. Ah, verdammt, oh, einen Monat noch, dann ist er tot. Entschuldigung, Maurice, ich wollte nur sicher gehen. Nicht, ja, dass ich gleich weine. Absolut legitim. Ja, also schön, ich habe für die 9 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Die Expansion, Dankeschön. Ich kann eigentlich nur noch mal den Talatul. Ich gebe es zu, ich tue mich auch schwer mit der Sprache. Tulai Tula angreifen, aber dem habe ich eigentlich noch einen Waffenstillstand. Na, wieso? Und jetzt geht's gegen die Christen. Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich, also Toledo da, ne? Dass das christlich ist. Ich finde, solltest du okay, oder? Solltest diesen Königreichskriegsgrund, den man ja einmal im Leben machen kann, gegen eines der oberen Galizien anbinden. Oh. Und wir alle sind dann an deiner Seite. Das ist natürlich eine interessante Idee. Ja, da, ich würde sagen, das ist ein interessanter Punkt. Damit können wir doch weitermachen mit diesem interessanten Impuls. Dankeschön für die 10 Tabs. Oder? Ja, vielen arbeitet Dank. Auch zu. Jawohl. Das ist super nett. Dankeschön, Dankeschön. Alle bereit? Okay. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Alles klar. Dann würde ich auch sagen, Maurice, wir sollten jetzt mal an ein Bündnis denken. Auf jeden Fall. Ich dachte, wir sind sogar schon. Nein, wir sind noch nicht, aber ich bin dran. Es müsste gehen, ne? Wir haben doch bestimmt Kinder, die wir irgendwie. Ja, ich kann dir jetzt was anbieten. Mernissa. 7 Jahre. Kommt Angebot. Danke euch. Danke, danke. Den muss ich noch schnell enterben. Den Sohn. Ja, wunderbar. Perfekt. Sonst habe ich gleich ein Problem. Der muss noch schnell weg. Dadurch, dass wir alle so viele schöne Kinder bekommen, sollten wir immer dafür sorgen, dass wir Bündnisse haben. Apropos Bündnisse, irgendwie findet die Mechanik zum Enterben nicht mehr. Eine rechte Maustaste, Feindseligkeit, weitere Enterben. Gibt's bei mir nicht. Bist du nicht Dynastie überhaupt? Ah. Da war was, gell? Mhm. Das war doch auch direkt das Beispiel, was Schwörker am Beginn erwähnt.
Mein Erbe ist gestorben, wie dramatisch. Oh mein Gott, nein. Der war auch scheiße. Ich habe nur Söhne. Der ist gestolpert, meintest du? Ja, ich habe ihn vielleicht an vorderster Front kämpfen lassen, das kann sein. Aber Coppelius, wenn du da wen loswerden möchtest, ne? Also, ich kann dir da helfen. Ah, als würd ich mit jemandem, der von Mallorca herkommt, da jetzt wirklich so viel Vertrauen auch schenken der Person. Nee, leider nicht so, wenn er vor allem mit einem Minderjährigen. Ja, dann ist das dein Problem. Von Mallorca herkommt. Ja, was ist das denn für eine. Rüberkommt, rüberschwimmt. Nein, ist eigentlich schon längst angekommen. Du hast deinen Hauptsitz verlegt, sehe ich gerade. Ah, warte mal. Aha, lustig. Ja. Leute. Nach Balancia. Ja, warum? Ist das ein Problem? Ist Balancia Valencia? Ja. Eh spannend, irgendwie die Namen. Du würdest, wie würdest du mir denn helfen bei dem Nachfolgeproblem? Wen musst du denn loswerden? Alle. Nein, tatsächlich ist mein Problem, dass ich nur Söhne habe. Mhm. Und 5 davon leben noch. Ja, aber der eine ist ja Mönch, oder? Nee, kriegst du die nicht zu Mönchen gemacht, die Jüngeren? Naja, den einen, gut, der ist... Du bist ja erst 40, das heißt, du lebst ja noch ein bisschen. Das heißt, ich glaube, die Jüngeren bekommst du ja ohne Probleme, bekommst du die... Also, oder lass es mich anders sagen, wenn ich dir jetzt oben die Leute wegtöte, dann wird es halt super schwierig werden, die späteren zu Mönchen zu machen, weil desto näher sie in der Erbfolge sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ablehnen. Genau. Das heißt, du möchtest eigentlich... mit dem 3. Sohn anfangen, den 4. und den 5. mit 16 zu Mönchen machen. Und wenn die alle Mönche sind, dann töte ich dir den 2. weg. Dann bleibt einer übrig. Aber jetzt mal die Frage, da, warum wollen wir denn den Christen bei ihrer Erbfolge helfen? Nein, Moment mal, Maurice. Was heißt wir den Christen? Das ist jetzt eine Sache zwischen Pia und mir. Ach. Ah, okay. Mhm. Also gedenket Toledo, ne, sage ich da nur. Gedenket Toledo. Die Sache ist halt, ich kann halt aus meiner eigenen Haut auch nicht raus. Und wenn die Brutmutter angefragt wird, dann ist die Brutmutter da. Oh mein Gott. Ich werde auf dieses Angebot zurückkommen. Das klingt gut. Steinwein, hast du eine Tochter mit... Potenzial. Naja. Wow. Ja, ich habe geguckt, ob die irgendwelche Werte haben, schon irgendwelche spezielleren, aber habe ich nichts gesehen gerade. Für meine Erbschaftslinien. Ja, also ich habe eine 6-jährige Tochter, die hat Potenzial. Ja, aber die hat halt keine... Potenzial hat ja jedes Kind letztlich. Nein. Ne? Nein, das ist eine ganz schlimme Aussage, Pia. Ich auch. Das ist sehr fragwürdig und Das ist ein Irrglaube, also Ja, also, sprich weiter. In Crusader Kings 3 hat nicht jedes Kind Potenzial. Ich sehe, Denzel hat sich jetzt tatsächlich hier auch wieder die nächsten armen muslimischen Kleinreiche einverleibt. Also Kastilien, habe ich das Gefühl, steht nicht für religiöse Toleranz auf dieser Halbinsel. Freie Religionsauswahl. Ausübung. So wie es übrigens, um jetzt wieder etwas einzuwerfen, in Toledo ebenfalls der Fall war, beziehungsweise ist. Es hat nur eine sogenannte Kopfsteuer gegeben, dass Andersgläubige dann eben
pro Person gezahlt haben. Dafür haben sie ganz normal ihre Religion ausüben dürfen. Das war zur Zeit, wo sie noch muslimisch besetzt, also besetzt, aber halt muslimisch war, haben Christen und Juden das zahlen müssen, wie die Christen es übernommen haben, die Juden und die Muslimen. Krass. Das sagt auch wieder so viel über die Menschheit, ne? Dass du halt unter dieser Steuer dann erstmal leidest, aber sobald du das Land übernimmst, sagst du nicht, oh, ich weiß ja, wie blöd das ist, Steuer dafür zahlen zu müssen, Christ zu sein. So, nee, jetzt machen wir, das ist eine gute Idee, aber halt nur falsch rum. Jetzt machen wir es, dass sie zahlen müssen. Ja, ja. Das sagt halt wieder, es ist so, wir sind eine so schlimme Spezies manchmal. Ja, das ist wahr. Wo sind denn die ganzen schönen Frauen? Gibt es keine schönen Frauen? Kann ich dir nicht Dankeschön, beantworten. Dankeschön, Johnson Tod, für die 22 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ja, ich gehe jetzt ein Risiko ein und versuche mit 71 meine eine Geliebte da nochmal zu betören. Wow. Alter Steinwallen, du kriegst plus 17 Gold im Monat, wegen, weil du jetzt Cordoba allmählich ein bisschen befriedigt hast und alles, ne? Bye. Ja, Gönnung, ne? Ist auch blöd, wenn die jetzt noch ein Kind bekommt. So eine Stadt ist halt wirklich krass, weil ich habe ja auch, ich habe einen... Ich werde die einfach an meinen Sohn weiter übernehmen, also mit dem Sohn übernehmen. Du siehst halt erstmal so klein aus auf der Karte, wenn du Königreich Jerusalem bist. Du bist aber halt mega mächtig, weil diese eine Stadt halt so stark ist, wie bei anderen Leuten irgendwie 5 Grafschaften. Ja. Und trotzdem bist du im Minus. Wie wirtschaftest du denn da? Ja, ich habe hier so ein paar Investitionen am Laufen. Bei mir prügeln sich dabei alle meine Vasallen die ganze Zeit rum. Finde ich auch nicht ganz optimal. Ich würde dem halt so gerne den Krieg erklären. Ich werde jetzt auch gleich zum Sultan. Das Gold ist gleich beisammen. Ja, das rentiert sich auch gar nicht mehr, das jetzt zu machen. Ich bin eh schon so alt. Meine Freunde, die Erkenntnis hat mich gerade getroffen. Bin ich gespannt. Ich werde leider innerhalb des nächsten Jahres sterben. Oh nein. Ach, ich dachte christlich. Ja, klar. Ich dachte schon, wir jetzt endlich zur Vernunft gefunden. Ja, am besten konvertierst du jetzt noch, weil dann hast du ein Heilsversprechen noch. Dann müsste ich ja von meinen 4 Frauen 3 aufgeben. Nee, im letzten Jahr. Du kannst ja am Sterbebett dann konvertieren, das ist ja nicht das Problem. So genau sind wir ja nicht. Und das bringt mir was? Naja, du konvertierst und... Ich lieber sterben, als christlich werden, ey. Nimmst deine ganzen Kinder und so weiter dann mit, kleine Konvertierung und dann... Klar. Ich musste nämlich erstmal eine schöne Königschronik schreiben. Aufschreiben, wie alles passiert ist. Das klingt auch wundervoll. Dankeschön, Xylo, für die 16 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Und so, meine Nachfolge. Oh, ist euch aufgefallen, dass wir als Geschlechterrecht tatsächlich nur Männer haben? Also nicht wie beim Christentum männliches Vorrecht, sondern nur Männer? Nee. Das
Ja, das ist halt unsere Kultur. So sind wir halt, ne? Das, Oh Gott, was ist mit meinem Sohn passiert? Katastrophale Fehlbehandlung. Solche Verräter haben den Tod verdient. Hallo Frau Chaoshase und hallo Coxer. Ich habe nicht genug Geld, um König zu werden. Und ich bräuchte einen zweiten Herzogtitel. Und dafür bräuchte ich auch Geld. Und dafür habe ich auch nicht genug. Deswegen. Aber es ist nicht mein Erbe, immerhin. Mein Erbe ist leider auch wirklich, wirklich ziemlich ausgenommen mittelmäßig. So, ich bin jetzt echter Andalusier geworden. Mein Werbe abgelegt. Und bin damit auch Kulturoberhaupt Andalusier. Ey! Du Halunke, ich war das! Dankeschön, Kleppi, für den Verschenken. Ja, sehr schön. Dankeschön, Dankeschön. Daran schön! Aber verdammt, weißt du was? Ich habe dadurch verdammt viel Einkommen verloren. Ich weiß nicht, irgendein... Ich bin wieder Kulturoberhaupt. Nur kurz, glaube ich. Oh mein Gott, jetzt ist alles anders. Was? Naja, ich habe jetzt nicht mehr so viel Geld und was weiß ich. Es ist... Also, Leute... Du bist auch irgendwie ziemlich... Ich will ja nichts sagen, aber wollt ihr nicht mich lieber zum Kulturoberhaupt machen? Weil ich meinen Sohn erbt gleich und ich habe 43 Punkte in Bildung. Ja, ich glaube, das ist eine Frage der Bildung, sondern der Macht. Ja, aber das ist vielleicht nicht sinnvoll. Ja. Ja, ich finde es sehr sinnvoll, Pia. Ah. Genau. Ja, Steinwein, was ist bei dir los? Was ist da passiert? Ich bin halt nur gestorben und du weißt doch, wie das ist. Ah, so. Ach, du bist gestorben. Ja, ja. Nee, ich weiß zum Glück nicht, wie das ist, wenn man stirbt, aber... Jetzt muss man alles erstmal so ein bisschen sortieren. Ich bin übrigens auch ein mächtiger Sultan geworden. Das, nee, bei mir heißt es Malik. Okay. Aber... Lustig, du bist Sultanat und ich bin Malikat. Das ist wohl. Wenn ich sterbe, übernehme ich dann mein Geld mit und habe das Geld von dem Charakter, den ich weiterspiele? Wisst ihr das? Ja, ich glaube ja. Ich glaube schon tatsächlich. So war es bei mir vorher sogar, ja. Gut. Weil sonst hätte ich das Geld jetzt noch ausgegeben. Aber wenn ich das behalte, dann nicht, weil ich schulde dann noch Geld an den Nachbarn. Ach, perfekt. Aber das mache ich dann... Nee, das kann ich eigentlich jetzt noch machen. Meine Söhne sind alle scheiße. Ich will... Verrat mir die Geheimnisse der Brutmutter, Pia. Wieso? Was? Wie? Weil meine Söhne alle scheiße sind. Na, das tut mir leid. Mir auch. Was soll ich tun? Wie kann ich helfen? Ich brauche den Brutmutter-Perk, den du hast. Ich kann versuchen, dir eine gute Tochter rüberzuschieben, aber meine Töchter sind leider alle noch nie so gut. Aber ich sterbe gleich und dann wird das. Also meine jetzige Nebenehefrau geht dann tatsächlich auch in den Bestand meines Sohnes über, weil die einen schönen Perk hat. Das in wird den schon. Bestand. Den Bestand. Ja. Gut, ich wollte das nur noch mal geklärt haben. Ja. Vielen Dank für das Geschenk. Ach, und ich bin gestorben. Emir Ali von Marekka wurde von einem gerufen und hat diese vorübergehende Bleibe verlassen im Alter von 73 Jahren. Er starb an Altersschwäche. Ein alter Mann hat ein langes, erfülltes Leben geführt. Oh, und der neue Dude ist eine sanfte und mitfühlende Seele und die Vasallen werden unter seiner Herrschaft sicher gedeihen.
Oh. Ist das nicht wunderschön? Ich glaube auch, dass die alle unter meiner Herrschaft gedeihen werden. Du, ich glaube, ich habe das Geschenk aus Versehen nicht angenommen. Echt nicht? Ist auch gut, ja. Was ja, nennt man den Weber? Sternwallen. Das passiert mir auch im Leben ständig. Ja. Boah, endlich mal eine gute Ärztin. Ich kümmere mich gleich drum. Dann. Zählt ihr gerade zu viel auf einmal? Ehrenvoller Denzel. Ja. Kämpfst du da gerade mit Mallorca? Okay. Nee, nicht mit Mallorca, aber mit irgendwie so einem anderen kleinen Scheich. Dem möchte ich gerne Einhalt bieten, aber der hat sich 2000 Söldner angeleiert. Meinst du, du hättest da gerade so ein paar Leute zur Hand, die mich unterstützen würden? Im Süden deines Reiches, ne? Ja, da unten da so. Ja. Soll ich da angreifen oder wo möchtest du mich haben? Ja, also wenn wir da zusammen gegen diese komischen Muslime ziehen würden, wäre glaube ich schon nice. Du hast ja so die ein oder anderen Leute da. Ja, wir müssen uns verbünden, damit ich die angreifen kann. Bin ich verbündet? Oh, es wird Zeit, dass dieses Bündnis... Sind wir verbündet? Nee, du kannst glaube ich bei mir rechtsklick und dann Kriegbeitritt vorschlagen oder so machen. Genau, sowas musst du machen. So. Aber das musst du glaube ich machen. Ich sehe übrigens, dass... Ich glaube, die wollen mir den Krieg erklären, Leute. Ne? Also, wenn das da gerade um Mallorca ging, das bin übrigens ich. Haben wir noch ein Bündnis? Wir schon. Sicher? Also, ich weiß jetzt nicht, was du gerade meinst, aber das ging nicht um Pia. Mhm. Aber wir können... Also, er hatte die gleiche Farbe wie du. Ach, ihr wollt das Ding da über mir haben, das kleine grüne Ding. Ja. Na, das könnt ihr vergessen, das gehört zu meinem Königreich dazu. Das gehört gar nicht zu deinem Königreich. Natürlich. Dazu. Das gehört zu Valencia. Dazu. Oh, hast du das dir einverleibt kurz vorher oder was? Nein, nein, aber das gehört zu Valencia dazu und Valencia ist de jure meins. Also da werde ich euch definitiv den Krieg erklären, wenn ihr das annimmt. Oh, ich habe da nur darauf gewartet, weil ich nicht konnte, weil ich mit dem Dude im Krieg war und ich musste abwarten, bis quasi die Zeit abläuft wegen Waffenstillstand. Die Zeit ist jetzt abgelaufen und ich werde euch das nicht überlassen, ganz bestimmt nicht. Ja, du, gegen Muslime in den Krieg ziehen, ist immer eine gute Sache. Ja, gut. Steinwein, also da Maurice. Kann ich noch nichts mehr dran ändern, Pia. Die waren vorher waren die noch unabhängig und waren, also... Ich muss an dieser Stelle allerdings anmerken, ich kann derzeit nicht unterstützen. Ich hab... Es geht auch nicht darum, dass wir jetzt Pia angreifen. Nein, aber ich überlasse euch das Gebiet auch nicht. Ja, gut. Ja. Ja, man muss ja auch nicht hier alles sich gefallen lassen. Die Christen haben schon Toledo genommen. Wir sind verbündet, ne? Seid ihr, ja. Steinwein, Maurice, seid ihr ready, mich zu unterstützen? Ja. Ja, ich bin im Prinzip bereit, ja. Ich bin auch am überlegen, ob wir wirklich hier... Wir greifen auch gerade... Ach, du heißt... Tula an. Xenxia heißt du? Ja, schon richtig. Ob wir da das zulassen sollten oder ob wir da auch rein sollten. Ja, jetzt der Thronwechsel ist jetzt sehr ungünstig gekommen für mich. Ja. Aber ja, wir sollten alles tun, was wir tun können. Ich bin bei allem dabei. Für so. Jeden Antat zu haben, okay? Also ihr wollt eigentlich nur Krieg. Verstehe ich das nee, nicht? Ich will einfach dieses also Gebiet da oben haben. Ihr seid hier ganz klar die Aggressoren. Das ist ja nicht nur von dir, Pia. Weil das de jure zu Valencia gehört. Du musst halt gucken, was du hier angreifst, bevor du es angreifst. Ja. Absolut korrekt. Ja. Okay, also Krieg, ja? Ja, auf jeden Fall. Wer hat jetzt schon wieder meine Frau getötet? Es scheint, als ob Pia die Frauen abhanden kommen. Wer hat schon wieder meine Frau getötet? Coppelius. Nein, warum... Maurice, jetzt weiß ich, wie das sich für dich anfühlt, wenn die ganze Zeit man beschuldigt wird. Aber ja, es ist schlimm. Maurice aber würde das doch nicht machen, weil der kriegt ja die guten Töchter. Also muss es einer, es muss einer von den Christen sein, der meine Frauen tötet. Ja, ich bin's nicht. Aber du lachst. Ja, natürlich lache ich drüber. Das bedeutet Instabilität im muslimischen Nein, Reich. Das ist eine meiner Nebenfrauen. Es ist einfach nur ärgerlich für meine Erbschaftslinie. Ja, dann... Das lache ich ja drüber, einfach weil das so belanglose Sachen sind.
worüber man sich aufregt. Du bist belanglos. Also eigentlich nicht, aber... Darf ich kurz auch nochmal anmerken, dass unter anderem Pia zu denen gehört hat, die gesagt hat, ey Maurice, wenn du noch einen Ränkespielgast suchst, Coppelius, mit dem macht's immer super viel Spaß. Ja, 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 das, ausgezeichnet. Ich erinnere mich. Bist du unterwegs, Maurice? Haben wir schon Krieg. Das kann doch nicht wahr sein! Maurice, wirklich! Das ja, kann nicht sein! Maurice wollte jetzt nicht mithelfen, das ist aber doof. Wie? Haben wir schon Krieg? Ich kann da nicht mal beitreten. Schick mir doch sonst einen Ruf in den Krieg. Also wir sollten uns bewegen, glaube ich. Sollten wir uns bewegen? So. Nee, du greifst halt irgendwie Scheich Burjana an. Ja, das ist das, worum es die ganze Zeit ging, Maurice. So, ich bin da. Ja, Denzel, ich glaube, wir haben erstmal so zahlentechnisch keine guten Aussichten. Vielleicht sollten wir sitzen bleiben. Ich habe mir gerade noch Söldner geholt, Steinbein. Aber kannst du mich reinrufen? Rüber, ich habe gerade keine Zeit. Also du musst gucken, dass du reinjoinst und guckst, ob es mit dem Bündnis ist, weil wir sind schon im Krieg. Warte mal, da sind ja zwei Kriegsparteien, ne? Ja, das rote oben ist der Graf und das untere sind Sepp und die werden jetzt von dem Grafen angegriffen, die Christen. Das ist für uns super, wir farmen dann die Gewinne ab. Ja, aber das ist ganz schön belastend, dass wir jetzt von zwei Seiten geforst werden hier. Wir haben 7000 Mann, ne? Ja. Lass mal kurz Pause machen. Ja, aber wir haben, ich habe gerade um 2000 habe ich gerade Einheiten geholt. Aber also, versuch mal, mich reinzurufen. Ich habe keinen Button, dir beizutreten. Dankeschön, Doombreaker, für die 8 Monate. Er hat Pause gedrückt. Ja, ich, weil ich nicht kapiere. Hast du nicht eine Ehe? Ja, wir sind auch nicht verbündet mehr. Warum nicht? Hast du nicht mehr eine Ehe? Weil die getötet wurde! Da hat jemand das Bündnis gebrochen. Wahrscheinlich. Ja. Coppelius. Ja. Ich habe nichts damit zu tun. Ja, wir schaffen das auch ohne. Coppelius. Ja, schafft ihr auch. Okay. Aber ist es Coppelius? Also es wäre jetzt der Zeitpunkt für den Schuldigen, sich zu melden, sonst wird meine Wut auf Coppelius entladen. Gehen wir rein? Ja, ja. Nee, die kommt zu dir irgendwie. Nee, sind die Fliehenden. Ich habe wirklich nichts damit zu tun. Kommt erstmal zu mir, oder was? Ja, ja, ich laufe über dich. Okay. Dann rein. Ja. Ich habe ja nicht einmal das Geld, um Mordkomplotte durchzuführen. Man braucht kein Geld für Mordkomplotte. Naja, für Agenten also und so weiter. Gerade. Oh. Ich sag, wie es ist. Na, aber das Tor. Ganz knappe Kiste. Sterben wir erhobenen Hauptes. Aber gegen ihn müssen wir einfach in den Krieg ziehen. Das ist halt... Super. Pelius konnte jetzt auch leider nicht helfen. Ja, leider. Das ist zu einem Zeitpunkt... Ich bin nicht zu Hause, ich bin auswärts. Ist ja nicht, dass dieses kleine... Dieser kleine Schachzug hier so große Kreise zieht. Das bitter. Du belagerst, ne? Ich warte in der Nachbarprovinz. Jawohl. Meine Cam schafft die Temperaturen leider nicht. Mit der Belagerung waren das ja übelst räudig. Bitte? Ich wollte sagen, wir kriegen die Belagerungszeit von euch. Ja, ja, das ist übelst räudig. Seit wann ist das denn? Ja. Okay, das ist echt krass. Das habe ich nicht gewusst, dass das geht. Faszinierend. Das ist übelst räumlich. Du spartest mich natürlich auch gut ab jetzt vom Norden, aber okay. Aber sonst holt sich halt Denzel. Das ist ja diesen ja, schon da am. Du hast recht, ja. So, ich bin da. Wo brauchst du noch Armee? Meine Armee ist gerade da. Nö, nee, wieso? Du hast deinen Krieg gewonnen. Ja, ja, aber wolltest du nicht auch noch irgendwas? Nee, nicht? Nee, gut. Gut. Nee, Maurice macht gerade den anderen Krieg. Und damit ist erstmal alles aufgeteilt. Gleich. Oder? Warte mal. Nee, da jetzt oben. Ist mein Hofarzt schon wieder tot. Das ist einfach wirklich langsam wird's persönlich. Das war die einzige schöne Frau. Warum wollt ihr keine schönen Kinder in Spanien? Das kommt uns allen zugute. Es ist ein wirklich so ein Pöbel. Der einfach das nicht versteht, wie wichtig schöne Frauen sind. Ich glaube, ich werde in den Norden auswandern mit einer Grafschaft. In der Hoffnung, dass ich oben schöne Frauen finde. Ein paar schöne Wikinger-Schildmeiden, ja.
War es Maurice? Es war nicht Maurice, oder? Nee, natürlich nicht. Also. Warst du? Das wäre komplett. Warum sollte ich dann unser eigenes Bündnis brechen? Das wäre ja. Vielleicht hast du gewebert, vielleicht hast du es einfach übersehen. Das kann ich jetzt nicht 100% ausschließen. es würde zu mir passen, aber ich habe es nicht wissentlich getan. Sagen wir so, das kann ich in aller Ehrlichkeit sagen. Ist das eine Scheiße? Ich habe auch gerade geguckt, wir können gerade auch gar kein Bündnis mehr aushandeln, weil keine Töchter mehr da sind. Was? Kann man nicht sagen. Also ich konnte mit Pia kein Bündnis, kein Heiratsbündnis mehr. Ja, die Frau, mit der ich Kinder wollte, ist ja weg. Steinwall und wir sind auch nicht mehr verbündet. Nee, bei dir ist irgendwie alles weggestorben. Irgendwer geht da rum? Es ist doch. Und mordet? Ja, oder ist es wieder Denzel, so wie beim ersten Ränkespiel, ja, wo er die ganze Zeit leise war und nichts gesagt hat und alle anderen haben sich zerfleischt. Ist es die Katze? Ich meine, im Zweifelfall ist es immer die Katze, oder? Ja. Das ist eine schwierige Sache. Oder Sepp. Sepp ist auch intrigant. Ach, das ist so schwierig. Und nicht mal bewusst. Das ist einfach der Charakter. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber hey. Schön. Ey, die ganzen schönen Charaktere sterben weg. Es gibt sie einfach nicht mehr. Das ist so bitter. Wir machen Spanien echt schlechter. Ne? Wir nehmen das Schöne weg. Meine ganz kurze Frage, Coppelius. Es ist bestimmt nur ein Versehen und nicht so beabsichtigt gewesen. Aber bist du potenziell unter Umständen auf der Argentinier Bergbausiedlung ausgerutscht? Ja, der hat da unten sich was geholt. Deswegen konnte er vorher auch nicht helfen. Rein zufällig vielleicht. Weiß nicht. Ach schon. Ah. Und deswegen konnte er vorher seinen christlichen Verbündeten nicht zur Hilfe eilen. Und da bist du so aus Versehen gelandet. Das war eine lange Nacht und ich kann mich nicht mehr erinnern, was ausgemacht wurde. Und plötzlich am nächsten Tag bin ich dort gestanden. Und wenn man schon einmal dort ist, schaut man sich das halt näher an. Aber wie hast du dann Anspruch bekommen? Oder hast du da eingeheiratet? Oder? Einfach Anspruch geklaut wahrscheinlich. Ja, vielleicht. Echt, das ist schon präzise Arbeit. Respekt. Was mich jetzt ein bisschen mehr stört, ist, dass da dieser... Moment. Der Name ist da wieder so schwierig. Malik Umar Ibn al-Musafa von Xenxir. Ja. Xenxir ist auch... da dieses Gebiet gerade erobert oder beziehungsweise belagert, das eigentlich ich mir so... Ja, du hast dich ja auf irgendwie das andere Ende der Welt konzentriert. Das ja, ich bin zu dem Zeitpunkt halt leider schon unterwegs gewesen. Das ist das Problem. Ja, ich weiß. Was denkst du, also... Denkst du, warum ich diesen Zeitpunkt erwählte? Tja. Die ist ja... Was habe ich denn da überhaupt für eine Frau? Nee, also die brauche ich ja wirklich nicht. So, das sieht viel besser aus. Ja, und die hat auch eine ganz andere Domänenschwelle. Das sieht viel, viel, viel besser aus. Hallo, Schnuckerzutter. Story DLC ist großartig. Macht sehr, sehr viel Spaß. Also wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß. Okay. So, dann schauen wir mal. Du bist ein Ränkespiel-Dude. Du nicht. Du bist
Wo waren wir da? Ja, es ist halt safe Coppelius gewesen. Also 100%. Wenn ich mir einfach anschaue, na, wobei es könnte auch Sepp gewesen sein. Sepp hat 23 Ränkespiel. Und Coppelius hat auch 23. Es könnten beide gewesen sein. Ich würde mich im Zweifelfall, würde ich jetzt nicht sagen, dass es Denzel war. Weil der hat 6 Ränkespiel. Ich glaube, der würde das gerade nicht so gut umsetzen. Naja. Meine Vasallen lehnen sich ernsthaft auf. Aber Pia, ich habe gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Also von ja, daher. Okay, damit wissen wir schon, dass du es warst. Wir spielen heute zum ersten Mal, also ich habe keine Ahnung, was es da geht eigentlich. Ah ja. So, wo sind hier die jungen Frauen? Kann Sepp zwei Feind... Kann... Sepp kann zwei feindselige Komplotte. Alter, kommt drauf an, was er für eine Ausbildung hat. Aufstand am Hals. Aber ich glaube, Sepp ist auf Patriarch gegangen. Der hat nicht auf Ränkespiel gelernt. Habt ihr das schon wieder gemacht, oder was? Coppelius, das ist Sepp. Stimmt, da gibt es ja auch die neue Option. Ich habe 5000 Aufstand. Ja, wobei. Ja, gut, aber Bauern, ne? Nee, das also Vasallen. Vasallen? Okay. Ja. Aber das kann man nicht. Man kann in Aufstände finanzieren. Ja, aber das sind Bauernaufstände. Das kriege ich tatsächlich gar nicht. Besiegt, glaube ich. Die haben, also das ist tatsächlich, ich glaube, sie haben sich sehr auf mich konzentriert und hier halt meine ganzen Bündnisse weggehauen. Aber ja, konzentrieren wir uns auch noch auf dich und nicht nur auf Pia? Was ist da los? Es ist, ich verstehe das gar nicht, was wir alles machen sollen. Was? Hä? Ich habe einen Zweikampf mit König Sancho, den ich nicht ablehnen kann? Oh. Warum? König Sancho der Zweite, der Starke zufällig? König von Kastilien? Ja, Denzel fordert mich zum Zweikampf. Oh. Warum kann ich das nicht ablehnen? Jetzt wird's aber spannend. Boris, was machst du da? Go, Sancho. Ich habe keine Ahnung. Sancho. Ich glaube, ich werde gerade richtig einfach gegankt, tatsächlich. Vor allem Sancho hat einen Kampf geschickt und 27, möchte ich noch anmerken. Und ich habe 7. Ja. Oh yeah. Komm schon, let's fight. Los geht's. Ich brauche noch jemanden zum Ausstopfen. Mein Kumpel fühlt sich einsam. Was ist das für eine Mechanik? Warum kann ich das nicht ablehnen? Weil ich da sehr viel Ehre für investiert habe. Prestige. Ja, toll. Wahrscheinlich wäre das sonst ein bisschen doof, wenn man das einfach ablehnen könnte. Ja, so nach dem Motto, nein, interessiert mich nicht. Danke für die Anfrage, aber vielleicht ist ja gut, ich kann tatsächlich gerade einfach wirklich hier nicht, also ich komme nicht hinterher mit dem Aufstand und diesen Sachen. Oh, Coppelius. Oh. Was sind denn das für Dinge, die du an da versuchst zu verheimlichen? Moment. An den scheußlichen König Alfonso, ich weiß alles über euer Geheimnis. Wenn ihr wollt, dass ich schweige, werdet ihr tun, was ich sage. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Ja, dann probier es aus. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Ablehnen. Ich bin eine reine Seele. Offenbartes Geheimnis. Das langgeheckte Geheimnis, dass Oneka mein Kind ist. Wer ist Oneka? Ich habe ja keine Ahnung. Sein Zwerg und Bastard. Ja, jetzt weiß es die ganze Welt. Na, es ist wirklich schlimm. Aber jetzt bist du inzestiös, ne? Oder warst du das davor schon? Das haben eh alle schon gewusst. Weil du bist jetzt ein Ehebrecher und inzestiös. Ich wusste nicht, dass das mit deiner Schwester war. Ich dachte, ja, du hattest einfach nur eine Affäre. Moritz? Unglücklich, würde ich sagen. Unglücklich. Ja, aber ich auch kein Bündnis. Nee. Vorschlag. Es gibt eine gute Sache, das nennt sich Pilgerreise nach Jerusalem und alles ist wieder okay.
Hoffe ich zumindest. Sag mal, Denzel! Du Versager! Du Versager! Eine Niederlage, weil ich mit Hinterlist gekämpft habe. Wie konnte das denn passieren? Ich bin siegreich! So, dann hol mich jetzt in einen Bauernkrieg oder so. Wenn... Wie? Ja, wir haben jetzt ein Bündnis, also nimm Bündnis an. Ich weiß gar nicht, haben wir es jetzt schon? Nee, ich hab gar keine Nachricht. Oder? Ich hab halt so ein paar Hinterlist-Optionen. Ich bin der krasseste Kämpfer Europas hier. Und ja, aber ich hab viel Hinterlist. Was hast du? Hast du mir Sand ins Auge geschmissen? Ich hab halt so ein paar so von hinten Dolche genommen. So, Steinwald, also ich krieg keine Nachricht von dir. Was wolltest du mir schicken? Sonst kann ich das vielleicht auch irgendwie schicken. Ja, warte, ich versuch's. Das ist alles so kompliziert hier, was hier passiert. Mein Chat schreibt gerade einfach: Perverser, Inzestiös und Ehebrecher, die sündige Dreifaltigkeit. Aber möchte ich anmerken, wenn man auf mein Profil klickt, gleichzeitig auch Vertrauensperson. Also, wo hast du das denn gekauft? Tja, ich möchte es nur sagen. Liegt wahrscheinlich an diesem Raum, den ich in meinem Schlafgemach anfertigen habe lassen mit dem Kerker drinnen. Und bestimmt, die da drinnen passieren, die bleiben dann tatsächlich da drinnen. Warte mal, vielleicht habe ich hier was falsch geschickt. Ich habe hier eine Dreijährige. Das fängt schon mal gut an. Erzähl uns mehr über die Dreijährige, die du hast. Ja, zu dir. Sie ist leider dumm, aber es ist egal. Das ist vollkommen okay. Gib sie mir. Ne, das ist deine. Ach so. Okay, jetzt schick nochmal einen Vorschlag raus. Jawohl, das geht jetzt. Jetzt, das ist der jetzt Green, kann ich dich als Verbündeten rufen oder du trittst mir einfach bei oder ich ruf dich. Ja, wir werden mal... Ah, das ist ein Auflösungskrieg. Das ist kein normaler... Was macht ihr denn da? Das ist neu. Ja, das ist so ein recht starker Vasallenaufstand. Ja, wenn der... Da hast du echt ein Problem, ne? Ich weiß. Dann bist du richtig am Ende. Weg mit deinem Königreich. Ja, wo sind deine Truppen? Ich sehe hier gar nichts. Oben rechts. Ich kann zu dir runterkommen. Wir gehen gemeinsam los. Okay. Ja, wollen wir gleich auf die 5000? Ja, ich hole noch Söldner dazu, glaube ich. Müssen wir aber ja dahin am besten. Hier und dann da rein irgendwie. Die hauen schon ab. So. Willst du belagern oder willst du die Schlacht schlagen? Ich glaube, wir sollten erstmal die Schlacht schlagen. Ja. Also versuchen, dass wir die irgendwie kriegen. Ich meine, die hauen jetzt natürlich überall ab. Ja, in irgendeine Ecke. Werden wir sie treiben. Da stehen 1700 separiert. Wenn wir die kriegen, werden wir. Kann ich jetzt nicht. Ja, ich glaube, ich krieg sie. Ja, ich krieg sie. Ah, ja, ich krieg viel zu viele Anfragen. Die haben jetzt gut abgepasst. Die gehen nach oben zu mir, aber ich renne da auch rein. Ich kann doch jetzt hier Zahlungsaufforderung, oder? Ich hab sie. Ja. Sehr gut, ich komme dazu. Ja, gewonnen. Dann vielleicht. Dann geht's weiter runter, ne? Achso, ich. Meine Bewegung war. So, die 5000, das kann halt eng werden, ne? Weil die sind ähnlich stark wie wir. Wobei, wir haben 6000. Das müsste jetzt. Vielleicht kriegen wir die Kleine da, wenn die gerade nicht sich wegbewegt. Doch, sie bewegt sich weg, aber vielleicht nicht rechtzeitig. Ich glaube, der checkt's nicht. Ja, wir haben ihn. Das ist gut. Jetzt kommen sie hier nacheinander rein. Sehr gut. Was macht ihr da gerade für Kriege? Ja, aber die haben irgendwie gut. Ah, mal sehen. Oh. Die haben einen sehr guten Befehlshaber. 31. Aber es wird was. Ja. Okay, Coppelius. Ich meine, ich bin ja auch der beste Kämpfer im Lande, ne, Denzel? Also, niemand kann es ja mit mir aufnehmen auf dem Felde der Ehre. Coppelius, was machst du das für stimmt, Sachen? Da kann ich nichts sagen. Das kommt nicht schlecht. Da war mir sehr sicher, dass ich das gewinne, aber. Ich auch. Coppelius? Das fängt schon schlecht an, ja.
Wie lange muss ich auf deinem Hof weitersuchen, bis ich keine versuchten Mordanschläge von dir mehr finde? Und warum hast du versucht, meine Schwester zu töten? Ah, jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Warum habe ich deine Schwester versucht zu... Meine Schwester. Wer ist deine Schwester? Wie heißt deine Schwester überhaupt? Faria Amirit. Moment, ich schaue mir das einmal an. Faria Ali Amirit, 51 Jahre alt. Ja. Boris, das zieht sich aber hier, Ja, das war ein bisschen unglücklich. Ach, das war ein bisschen unglücklich. Ja, das war lustigerweise das einzige tatsächliche Mordkomplott, das ich versucht habe durchzubringen. Das ist das zweite, das ich finde. Ja, aber es ist das einzige, was ich selbst durchgeführt habe. Aha. Und was ist mit dem anderen? Keine Ahnung, wer war der andere? Ich weiß es nicht mehr. Ich suche weiter, es sind zu viele. Dann ist es aber nur jetzt dein Vorwurf. Haltlos anscheinend, wenn du es nicht einmal selbst beweist. Beweise, wir wollen Beweise sehen. Ist das so? Jetzt sind wir übrigens wieder verbündet, Pia. Also die Frau war nicht tot, die Verlobung ist jetzt irgendwie durchgegangen. Ich weiß nicht, warum das vorher nicht war. Also keine Ahnung, wir sind jetzt wieder. Also Steinwallen, Achtung, die kommen wieder. Ja, soll ich zu dir kommen oder kommst du dann zu mir? Ich komm hoch. Ja, die gehen auf deine Hauptstadt, wir können auch weiter belagern. Ja, lass. Ja, ich habe jetzt schon hier auch. Ne, aber ich habe hier noch. Problem ist, dass da ein Flussübertritt ist. Wenn wir, da sollten wir nicht. Ja, wir machen erstmal die Belagerung hier zu Ende, glaube ich, dass wir auch ein bisschen Fortschritt erzielen. Die Hauptstadt hält ja eigentlich ganz gut. 16 Monate. Ja. Sagte ich, glaube ich, gerade, bin ich zu hören. Ne, ja, genau, da habe ich dich nicht gehört, sorry. Ja. Um euch darüber in Kenntnis zu setzen. Sollte es, Coppelius, gerade Mordanschlagsversuche an dem Sohn Abdul Harsem ibn Jafar Amirit geben, dieser ist nun mein neuer Hauptspielerbe. Ich habe keinen Mordkomplott am Start. Ich wollte es nur ganz kurz sagen. Aber schauen wir mal, was es sonst vielleicht für Möglichkeiten. Was? Aha. Ruhig, du sagst mir Bescheid, ne? Ich muss mal kurz was gucken. Jo. Bin nicht ganz. Gerade laufen noch die Belagerungen. Ich habe so viele Kindes- und Kindeskinder, ich sehe überhaupt nicht mehr durch. Ich lasse die mal alle ihr Leben leben. Das hat ja noch nie irgendwie, ist ja noch nie schief gegangen. Genau. So, aber man kommt über diesen. Wir müssen da ganz oben rumlaufen, wenn wir zu der Stadt wollen. Hier so, wir haben es jetzt auch gleich beide Städte. Oder unten rum. Leider ist sein. Die Hauptstadt des Gegners ist da oben, glaube ich. Ja, 35%. 45%, gut. Gehen wir oben rum? Ja. Okay. Es gibt einfach keine guten Töchter. Das ist so kritisch. Ah, er hat schon Versorgungsverluste. Oh, sehr gut. Es gibt einfach. Ja, er lässt auch ab, er sieht uns kommen. Töchter. Dann können wir vielleicht auch über die Brücke gehen. Ja. Ja, vielleicht wäre es jetzt oben. Ja, egal. Jetzt ist schon passiert. Ja, nee, stimmt. Wir hätten einer über die Brücke, der andere da, musste ja immer abpassen. So eine Scheiße. Oh! König Alfonso kämpft jetzt auch gegen uns. Entschuldigung, kannst du bitte mit reinkommen in den Krieg? Ja, ich komme. Um was geht's? Es wird jetzt ein großer. Dein Erzfeind, König Alfonso. Nein. Ich habe jetzt. Ich kämpft auf der Seite der Rebellen. Überhaupt nicht. Natürlich. Nein, ich bin nicht einem Krieg beigetreten. Er könnte, er hat erstmal nur ein Bündnis mit den Rebellen geschlossen, was schlimm genug ist. Oh, okay, alles klar. Also als Ansage ist das niederträchtigst hoch 10. Also ich. Aber was erwarten wir auch von Mordkomplott Coppelius, ne? Aber, also braucht ihr mich? Soll ich kommen?
Komplotelius sollte man ihn auch nennen. Gerade noch nicht, aber wir sagen dir Bescheid, sollte Coppelius hier eine Schurkerei begehen. Jawohl. Ich bin auf Abruf. Ja. Oh, warte mal, jetzt kommt eine Schlacht hier. Ja. Ich habe kurz abgebrochen. Ich bin auf Abruf. Wollen wir die Schlacht schlagen? Ich glaube, die kriegen wir, oder? Sonst können wir auch erstmal die Städte zurückholen. Wir haben ja plus 61. Was entscheiden, ist dein Krieg. Ja, lass die Städte holen, wenn der hier rumeiert. Weil er holt jetzt auch Städte. Wie lange braucht er denn dafür? Nee, er geht wieder weg. Dann holen wir jetzt mal diese Städte hier zurück. Ja, Leute, hört mal ein bisschen auf mit dem Wegsied im Chat. Das ist ein bisschen zu viel gerade. Ich hab das schon gesehen, was da passiert. Gavesos, ich hab das im Blick. Du stresst mich. Ah, König Denzel, der Supernette. Wie, was denn da passiert? Was ist mit Denzel? Oh, wie bin ich denn einfach gestorben? Wahrscheinlich ob der Verletzung, die du aus unserem Duell davon getragen hast. Tatsächlich aus der Verletzung gestorben. Ahaha! Ah, du fieser Typ. Ich wollte einfach nur, ich bin mit meinem Holzschwert gekommen und du dann mit deinen fiesen Dolchen? Das hast du dir selbst aufgeladen, Denzel. Das habe ich mir tatsächlich selbst aufgeladen. Das ist ja richtig shitty. So ein Pech aber auch. Oh, da ist ja Navarra wieder... Was? Moment, bist... Navarra ist wieder unabhängig geworden. Ich hab eine Erbteilung, ich lach mich tot. Ah, Denzel. Das hast du verdient. Das hast du verdient und du weißt es. Ja, aber das liegt natürlich, das ist noch nicht lange draußen, das Spiel der DLC. Das muss noch gebalanced werden. Das war ja jetzt komplett unrealistisch. Diese schäbige Nummer vorhin, ey. Dieses Duell auf einmal. Kommt er da aus dem Nichts an und ich nichts als meinen Dolch, ne, völlig unvorbereitet, geb mein Bestes, tu, was ich kann gegen solche Niedertracht und ob Siege und Rechtschaffen hat Allah dich bestraft. So ein Pech. Jahre alt. So ein Pech aber auch. So, 89. Nee, ich hoffe, wenn du es schaffst. Aber die anderen haben mit 30 Tagen auch ihre blöde Festung. Ja, ich stürme die Festung. Ja, es ist zu spät. 2 Tage. Nein. Nee, doch. Ja, prima. Jawohl. Ja, geil. Okay. Ha. Gut, aber erstmal wieder. Perfekt. Danke, Steinwallen. Das hat mir den Arsch gerettet. Ja, wunderbar. Direkt auch zusätzlich Steuern. Perfekt. So, jetzt, meine eingekerkerten Vasallen, lasst uns mal ein paar Gespräche führen. Ich bin nicht zufrieden mit euch. Ach du, verdammt. Der Holzboden meines Thronsaals bricht zusammen. Ist keine gute Baukunst anscheinend. Und wir werden alle getränkt in Exkremente. Was? Das ist ein Event im Spiel? Wir fallen alle in die Latrinen. Oh Gott. Wir sind alle ultra alt, ne? Die Frauen. Das ist richtig kritisch. Wir brauchen halt unbedingt wieder mehr Kinder. Es gibt viel zu wenig Kinder auf diesem Hof gerade. Das ist angeblich historisch. Das Erfurt-Event. Ja, ja, das gab es, genau. Aber ich wusste nicht, dass es ist. Halbmondüberbruderungen, was meinst du? So, ihr verliert jetzt all eure Titel. Ihr Sackgesichter. So, und dann wollen wir. So.
Na, Coppelius. Ja, da bei der Arbeit. Ja, ich habe dir eine Anfrage geschickt. Oh. Du solltest vielleicht drüber nachdenken, ob du neben perverser, Ehebrecher und inzestiös auch noch was anderes stehen haben möchtest. Ne, aber liegt ja an dir. Du meinst einen Mörder? Ja. Als würde es jetzt irgendjemanden noch überraschen. Also wirklich. Ja gut, dann ist das so. Dann tut mir das sehr leid. Das Geheimnis wurde offenbart. Oh nein. Wie es ihm auch einfach egal ist. So. Er ist so ein schlechter Mensch einfach. Das ist unfassbar. Muss man wirklich sagen. Aber man muss an dieser Stelle auch zwei Sachen jetzt sagen. Erstens einmal, ich habe keinen Perk bekommen für Mörder oder so, weil es eh jeder schon weiß. Nein, weil es schiefgegangen ist, meinst du? Und im gleichen Moment hat sich eine Fraktion gegen mich aufgelöst, weil sie gesagt haben, hey, gute Arbeit. Also von daher. So ein Blödsinn. So, wie sind denn hier die Mächteverhältnisse? Ah, ich brauche halt irgendwie ein gutes Kind für meinen Sohn. Mein Sohn und Erben. Und ich bin noch nicht so begeistert. Ist euch aufgefallen, dass uns tatsächlich die Charaktere mit guten Perks wegsterben? Ja. Also, die altern weg. Die sind jetzt mittlerweile, alle Frauen sind über 40. Die ganzen jungen Frauen. Also, ich hoffe, Coppelius, du bist glücklich mit dem, was du da angerichtet hast. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ah. Ist das so? Ich habe überhaupt keinen Blick auf den Heiratsmarkt, weil meine Söhne... Weil du alle tötest, meinst du? Ja. Nein, aber weil meine Söhne hoffentlich auch nie die Möglichkeit haben zu heiraten, weil sie eh ins Kloster gehen. Deswegen brauche ich mich um das auch nicht wirklich kümmern. Also von daher... Aha. Also was ist... Mir ist es egal, ob da irgendwo eine... Weil du vorher gemeint hast, eben... Ist nicht geplant bis jetzt. Die hübschen Damen, ja eh schön, aber ist für mich nicht wichtig. Außerdem... Ich bin tatsächlich, wenn es jetzt um das geht, ich habe erkannt, dass ich bisexuell bin. Du hast erkannt, dass du bisexuell bist? Ja, das mein, ich habe vorher das Event gehabt, dass ich das erkenne, auch wenn es nach außen hin noch, also zumindest das Profil sagt, ich bin heterosexuell. Aber ein Event hat mir mehr oder weniger mitgeteilt, dass ich erkannt habe, bisexuell zu sein. Ach, das ist doch auch was. Ja. Deswegen sage ich, was sind schon Töchter? Von anderen Müttern oder Vätern, wie auch immer. So. Nicht wichtig. Absolut nicht wichtig für mich. Außerdem, ich bin schon. Wie alt bin ich denn schon? Ich bin erst 48. Ich habe gedacht, ich bin mindestens 70 schon. Wir haben erst das Jahr 1088. Das Lustige ist, wenn wir nicht in dieser Periode, hier in dieser... Ach nee, wir müssen ja eigentlich in die Feindseligkeitsperiode kommen, damit überhaupt jemand die Siegbedingungen erfüllen kann. Das stimmt, ja. Und wir sind jetzt, wahrscheinlich nicht ganz auf der Hälfte der Strecke. Könnte gerade so knappen, aber... Wird schwierig, ja. Aber man weiß es halt immer vorher nicht. Das letzte Mal ging dann die Hofpracht viel schneller als gedacht. Diesmal dauert's etwas. Mein Chat hat gerade geschrieben, nochmal an Coppelius schnell, dann beende ich dieses Gespräch. Heißt das, dass er jetzt seinen Bruder im Auge hat nach seiner Schwester? Ich enthalte mich seit deiner... Gut, damit habt ihr eure Antwort. Entschuldigung, Steinbein, Maurice, das ist jetzt euer Gespräch. Ja, nee, also ich finde dieses Gespräch ja mit Coppelius sehr interessant. Also das ist ja auch für mich relevant, was da so rauskommt. Ne? Übrigens ist gerade Coppelius mit dem byzantinischen Kaiserreich verbündet. Das ist natürlich auch interessant. Wie ist das denn passiert?
dass er hat wohl Infant Sancho Alfonsos mit Prinzessin Apollonia verheiratet. Ja, das ist natürlich... Nicht so gut. Nicht so gut. Ups. Dann müssen wir Kastilien angreifen. Oder die einfach umbringen. Moment. Man, was habe ich da jetzt gehört? Einfach umbringen, das tut man nicht, sowas. Es sind ja nur Christenkinder. Du hast jetzt vergessen zu sagen, wir spielen ein Spiel namens Crusader Kings 3. Ja, das stimmt, ja. Du hast gegen die Auflage von Rosensteinwallen. Ah. Ja. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, Maurice, was ist denn jetzt? Also ich meinte, ich habe hier keine Grenzen zu den christlichen Nachbarn. Ich bin hier im Hinterland. Was ein bisschen unglückliche Situation ist, muss ich auch mal sagen, für mich. Ja, ist eine gute Frage. Also ich finde als erstes, das Problem ist jetzt, also Toledo müsste schon einfach so aus Prestigegründen. Toledo, aber Toledo ist eben gerade das, ne? Der ist mit Byzanz verbündet. Das ist der schwerste. Ja, da kann man doch was machen irgendwie. Ach, ich habe mich verirrt auf meinem Hutch. Hm, toll. Ja, man kann da mal kann man probieren. Doch wohl was machen. Oh, ich habe mich verirrt. Das ist so passend gerade. Ja, jetzt muss ich 100 Goldstücke an die Ortskundigen zahlen. In der Bretagne ist der Leoneser auch schon. Ist wie eine Krake. Was? Das denn, was der da macht? Ist ja schlimm. Und wenn ich das richtig sehe, in Italien ist er auch schon. Also er versucht überall seine krakigen Arme hinzu. Die krakigen Arme. Dankeschön, Putzhilfe für die 8 Monate. Seht ihr, das sagt sogar schon sein. Und ganz viel Spaß weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ist schon bedenklich. Ich weiß jetzt nicht, was da so bedenklich dran ist. Als würdet ihr nicht versuchen, eure Macht auszuweiten. Nein, ich bin eigentlich sehr zufrieden damit, wo ich gerade bin. Mhm. Natürlich. Wenn nicht jemand die ganze Zeit meine Frauen töten würde. Ja, damit habe ich wirklich nichts am Hut. Wir haben uns da, glaube ich, irgendwie auf dem falschen Fuß irgendwie uns jeweils erwischt, weil damit habe ich tatsächlich nichts zu tun. Ja, aber irgendwer muss es ja gewesen sein. Tja. Ich war es definitiv nicht. Ich meine, öffne bitte einmal mein Profil. Schau dir diesen... Moment. Nein, zuerst, ich ziehe mich einmal ordentlich an. Dann mache ich es wieder zu. Moment. Ja, Moment. Ja, ich ziehe dich erstmal ordentlich an. Das ist auch standesgemäß, ist, das Ganze. Du hast auch einen muffigen Hof. Bei dir ist... Du bist auch in die Latrine gefallen. Ich kann noch nicht mal zu meinem Hof. Mir fehlt Geld. Hast du noch gar nicht mitbekommen, ne? So schlimm ist es da bei euch. Das ist der normale Gestank. Das fällt dir gar nicht auf, dass es mufft. Kann es sein, dass Frankreich gerade erobert wird von irgendwem? Was ist da denn los? Es gibt Krieg von Robrecht auf Königreich von Frankreich. Anspruch. Ja, gut, da wechselt dann der König. Ne? Aber Denzel ist mit drin. Als Verteidiger. Denzel ist halt so gefährlich, ne? Der schweigt die ganze Zeit. Und irgendwann guckt man vorbei und er ist irgendwie Kaiser und niemand weiß genau, wie es passiert ist. Dieser Schurke. Eigentlich vergesse ich nur die ganze Zeit, mich zu entmuten. Aber ansonsten, ja klar, lasse ich keinen Krieg aus. Macht Spaß. So, okay, Leute, ich hab was extrem Schönes rausgefunden. Der Papst hat eine Affäre. Mit dem hofnahen Pandolf Landofield. Was ist denn jetzt mit Alfonso geschehen? Was ist denn da los? Was? Liebe Pia, ich meine, schau dir bitte jetzt da, ich habe mich extra jetzt umgezogen. Und ist das jetzt jemand, der tatsächlich, wo du meinst, dass diese Person tatsächlich imstande ist, so schlimme Dinge zu tun, was du der Person vorwirfst? Ich muss gerade den Papst ganz kurz erpressen. Ich bin gleich bei dir. So. Ich bin jetzt wahnsinnig geworden, weil ich bin ein guter Kerl und der Oh mein Gott. Du siehst aus wie ein Gnome.
auf jeden Fall ist klar, warum da, du einen muffigen Hof hast. Oh mein Gott. Hast du jetzt auch noch meinen Hof beleidigt? Ist ja unglaublich. Was ich da mir heute gefallen lassen muss. Boah, das stinkt wirklich. So. Gleich ist dieser Krieg in Frankreich verloren, tatsächlich. Wer auch immer da jetzt dann König wird, der König von Frankreich, also Ruprecht wird jetzt gleich König. Ja. Trifft uns nicht so, aber Denzel holt sich Navarra zurück. Mein Stresslevel ist gerade sehr, sehr hoch. Ich könnte mich umbringen, das ist nicht so gut. Das Problem ist, ich habe so einen guten Charakter. Dein krasser Charakter ist jetzt richtig am Arsch. Warum? Weil ich Leute erpresse für Geld. Ich decke die ganze Zeit Sachen auf und das Problem ist halt, dass er mitfühlend ist. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jemanden erpresse, ist es so, ich krieg 200 Gold, aber ich werde wahnsinnig. Ach, scheiße. Da muss man Prioritäten setzen. Ja, ich brauche das Geld. Ich will halt Sultan werden. Meine Mutter ist verstorben. Woran denn? Nicht an mir. Ich war's auch nicht. Ich sag's gleich vorweg. Nee, Altersschwäche. Alles gut. Jetzt habe ich schon wieder was über den Papst rausgefunden. Was ist denn mit dem? Ja, er musste gegen die Christen kämpfen, ne? Wie viel kostet mich das denn, den zu erpressen? Ich krieg halt schon wieder so Anspannungslevel, ne? Aber ich krieg halt so viel Geld von dem. Ja, gut. Der hat ja auch so viel, ne? Ja, der braucht das ganze Geld auch gar nicht alleine. Nee. Ich hatte mal einen Spielstand, wo ich ganz am Ende das Pontifikat zerstört habe. Der Papst hatte irgendwie 80.000 Gold. Und dann hat sich aber mein Herrscher mit ihm angefreundet. Und der ist dann auf, also der schon entmachtete Papst, der ist dann auf unsere Seite gewechselt. Und hat dann irgendwie 70-jährig eine 18-Jährige geheiratet. Das durfte er, weil er dann meinen Glauben angenommen hatte. Hat sich dann mit seinen 8000 Gold quasi damit zur Ruhe gesetzt. Auch nicht schlecht, ja. Lol. Mein allerersten Spielstand in dem Spiel ist Rom zu einem Scheichtum geworden. Das war auch spannend. Oh, das ist auch gut, ja. Okay, ich muss jetzt langsam ein bisschen entspannter sein. Ich will nicht mehr rausfinden, was andere Leute für böse Dinge machen. Ich muss jetzt erstmal meine eigene Psychose wieder in den Griff bekommen. Indem ich zum Beispiel Trivialtitel verkaufe. Das gefällt mir gut. Eine triviale Angelegenheit, die du davor hast. Ja, es ist ein bisschen Geld machen. Ich bin jetzt übrigens auch ein Sultan. Ja, sehr gut. Ich habe es endlich geschafft. Ich bin jetzt auch ein Sultan. Ich bin leider mittlerweile wahnsinnig. Aber abseits davon geht's mir ganz gut. Ja, Glückwunsch. Dein Charakter ist halt einfach cool. Warum sagst du das so? Versuchst du ihn gerade zu ermorden? Hast du irgendjemanden auf der Todesliste? Dein Chef oder was? Nee. Steinwallen, ich muss, glaube ich, auch gerade feststellen, dass auch ich habe einen Mordkomplott hier aufgedeckt beim guten Coppelius. Was? Und zwar ich glaube, das war einer von deinen Söhnen. Nein. Prinz Amir von Al-Andalus. Nein, Söhne habe ich definitiv. Doch, also... König Alfonso hat das Komplott zur Ermordung von Prinz Amir geschmiedet. Das ist dann allerdings nicht beabsichtigt gewesen. Aha! Und er ist auch gestorben unter mysteriösen Umständen, tatsächlich. Ja! Unglücklich. Aber es war tatsächlich nicht beabsichtigt. Aber am Ende hat er dafür gesorgt. Ist bei dir irgendwas beabsichtigt? Hin und wieder, vielleicht. Am Ende ist. Das ist gar nicht so schlecht gewesen, weil meine Erbteilung hat mir sowieso hier ziemlich viel Macht genommen. Eben, das habe ich mir angesehen und habe das sofort gemerkt und wollte dann natürlich auch helfend eingreifen. Ja. Das muss aufgedeckt werden. Was soll da jetzt noch... Ich hatte meine Gründe, steht hier. Ja, das... also...
Was für ein niederträchtiges Monster. Na, ich hoffe jetzt wirklich, dass das jetzt nicht irgendwie gegen unsere Regeln oder was verstoßen hat, weil es war wirklich nicht beabsichtigt, dass das ein Sohn ist. Die Regeln sind ja nur Spielererbe? Ja, oder? Genau. Okay. Ja. Passt ja. Gott sei Dank. Das habe ich dann übersehen, dass es das tatsächlich ein Sohn ist. Aha. Söhne hat man ja mehr, ne? Aha, also was doch nicht aus Versehen. Ja, ja, jetzt, also wie schnell er ein anderes Lied singt, ne? Sobald er mit harten Fakten aus meiner Detektivkanzlei konfrontiert wird. Was für ein niederträchtiger Erzschuft. Wie kann man denn so ein schlechter Mensch auch einfach sein? Ja, das fragst du mich. Ja, ja. Was sagt das über dich aus, dass ich dir rechtmäßig diese Frage stellen kann? Ja, das ist wirklich, das ist schon tatsächlich... Ja? Ja. Schwierig. Du bist ein ganz, ganz schlimmer Mensch. Die Christen mischen sich mal wieder zu sehr in andere Religionen ein. Mein Chat ist so weise heute. Ah, ich will euch ja eigentlich nur auf die gute Seite bringen. Ich verstehe es nicht. Dass ihr das nicht erkennen wollt. So. Oh mein Gott, ich habe Zwillinge bekommen. Wie ist das denn passiert? Ja, jetzt muss ich halt neue Gebiete einnehmen. Ich habe noch ein... Wie viele Kinder bekomme ich denn gerade? Ich habe echt viele Frauen. Ich habe gerade 3 Kinder bekommen innerhalb von 2 Sekunden. Ups. So, wie sehen denn unsere Bündnisse aus? Sind die gesichert, Steinwallen, Maurice? Ich glaube, ich bin verbündet mit Al-Andalus und... Wie sieht's denn aus bei dir, Steinwallen? Dein Haupterbe, bleibt das dein Haupterbe? Ach ja, das sind alles irgendwie so nur semi-durchschnittliche Söhne. Was soll ich da machen? Ja, sag mir, wie dein Plan aussieht. Mein Plan ist... Ich lasse jeden leben und jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Und ich mache sowas nicht wie Enterbung. Bei 5 Söhnen ist es auch ein bisschen schwierig. Aber dann bleibt dein Ältester, bleibt dein Haupterbe. Der mit der Frau, die Typhus hat. Guter Hinweis, ja. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ih, die sieht ja wieder nicht. Wow, wow. Oh mein Gott. Kann er sich nicht noch Nebenfrauen holen? Was ist denn da los? Nee, darf nur der Herrscher, ne? Er hat keinen Titel, ne? Das ist das Problem. Deswegen kann er keine 4 Nebenfrauen haben. Ja, kriegst du die weg? Willst du sie töten? Nein, ich will sie nicht töten. Aber ich habe gerade ein wunderschönes Zwillingskind bekommen. Prinzessin Faria Bint Jafar, 0 Jahre alt, schlau. Nee, das muss, sie muss ja gebärfähig sein. Ach, ist dir das noch nicht gebärfähig genug, 0 Jahre? Naja, ist wahrscheinlich genauso gut wie Typhus, aber... Das war jetzt eigentlich wieder so der richtige Moment, um zu sagen, ist das in diesem Spiel Crusader Kings 3 nicht... gebärfähig genug, 0 Jahre. Weil sonst... Das ist Context matters, ich sag's immer wieder. Ich beginne übrigens so ein bisschen die Pläne von Coppelius zu begreifen, also warum er diesen komischen Inselstaat da sich geholt hat. Na? Weil nur deswegen kann er ja mit Byzanz verbündet sein, weil Byzanz damit in seine diplomatische Reichweite gerückt ist. Deswegen macht er hier so. Und die da oben, das wird wahrscheinlich ein Versuch sein, irgendwie hier Frankreich könnte ja schon, aber Heiliges Römisches Reich oder England zu kriegen. Das ist der schurkische Schachzug, den er hier... Was ist daran schurkisch? Ja, eigentlich nichts, aber es ist eine gute Idee und ich mag es nicht, dass du die hattest.
Deswegen nenne ich es schurkisch. So gehe ich vor, wenn ich Leute denunzieren will. Das heißt, das ist eigentlich ein Lob. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, leider. Okay. Das nehme ich gerne an. Ja, das war jetzt nicht so gut. So, dann kriegt mein Sohn jetzt erstmal irgendwie so eine poplige... Er bekommt irgend so eine popelige Punkt. Grafschaft. Gut. Hallo Andra. Ich meine, klar, man kann Frauen auch irgendeine popelige nennen. Das ist eine Option. Ich brauche halt... Warum will der mir Sachen schenken? Klar, schenkt mir Geld. Nein, ich krieg immer noch Kinder. Du kannst ruhig Pia schreiben. Aber ich glaube, es ist normal, wenn man so einen großen Hofstaat hat, dass man irgendwann nicht mehr durchsieht, was sind seine Kinder und was nicht. Ich glaube, ich bin da ein guter Gesellschaft. So weltgeschichtlich. Ja, ich würde mir da auch keine Sorgen machen. Meine Freunde, ich habe gerade 495 Gold ausgegeben und ich baue meine poplige Burg zu einer weiteren, nicht ganz so popligen Burg aus. Wofür willst du das denn machen? Hast du Angst, dass du angegriffen wirst? Nein, ich brauche mehr Platz. Ich habe zu viele Frauen. Mir gehen die Schlafzimmer aus. Ah, ich verstehe. Mit vier Frauen wird es schon sehr eng. Vor allem, wenn die sich untereinander nicht mögen. Ach so, ich hatte eine Affäre mit einem Mann. Diese plötzlichen Erkenntnisse immer wieder. Oh, ich ja, ihr seht immer, also ich habe die Kontrolle über mein Privatleben verloren. Hallo Chat. Gott, ich krieg da die ganze Zeit Geld, aber ich bekomme auch die ganze Zeit Anspannung davon. Das ist so eine Scheiß-Kombi. Das ist so eine Scheiß-Kombi. So, warum trägt die? Das ist Malika, ne? Malika Migda Bindwat. Malika Amscha. Ach, das sind alles Malikas. Aber die sollten halt nicht den gleichen Kopfschmuck tragen, weil sonst blicke ich nicht durch, welche welche ist. Das heißt, die müssen einen anderen Kopfschmuck tragen. Irgendwas anderes auch passendes. Maurice, was sind jetzt deine Pläne? Also, oder wollen wir uns mal zurückziehen als Muslime oder so? Ja, lass uns doch vielleicht mal in den zweiten Kanal gehen, um eine muslimische Gipfelkonferenz zu führen. Ja, das ist doch mal ein Wort. Jawohl. Sowas geht? Kannst du uns runterschieben? Ich. Das haben wir selber tun. Du müsstest einfach selber gehen können. Ja, ist klar. Dann mache ich das. Nee, kann ich nicht. Nicht? Warum nicht? Ja, hast du keine Rechte dafür. Musst du uns Warte schieben. Mal. Dann muss ich... Passt. Das. Genau, Malik ist der Titel. Dankeschön, Leon, für den Prime-Sub. Das ist super nett. Und dankeschön, der Fürst, für den verschenkten Sub. Vielen, vielen lieben bist Dank. Bist du auch mit an der Gipfelkonferenz? Ja, ja, Gipfel, jawohl. Gipfel. Ja, ja. Dann bis gleich und... Ja, bis gleich. Quatsch dir mal schön. Dann könnt ihr das ja auch nutzen. Ja, wir nutzen das auf jeden Fall.
ihr Halunken. Das hätte ich schon länger mal geplant, wenn ich gewusst hätte, dass wir so einen krassen Kanal haben. Ich hatte das gesagt, dass das geht. Er hat es auch geschrieben gehabt. Aber Moment, ich... Ja, das glaube ich dir. Habe ich bestimmt überhört. Ich muss noch hier... So. Also, das Problem ist, dass wir Coppelius nicht wirklich angreifen können. Klar. Weil er Verbündete hat. Wir können Denzel angreifen. Ja. Weil Denzel hat keine Verbündeten und kann auch, glaube ich, gerade keine holen, weil er ist ja noch ein Kind. Er hat ja noch keine Töchter und so. Ich bin noch nicht ganz illuster für den Königreich. Also ich krieg das Bündnis mit dem Byzantischen Reich aufgebrochen. Mit einem Mordkomplott. Ich habe auch gerade eins am Laufen. Kann das ich dir dem auch einfach beitreten? Kannst du mich dazu einladen? Ich glaube nicht, nee. Man kann da ja nur Leute, die bei sich... Also bei ihm am Hof sind, kann ich da einladen. Es hat eine 75% Chance. Das, in Crusader Kings heißt das natürlich, es wird wahrscheinlich fehlschlagen. Wir kennen es ja. Ist trotzdem die Frage, ob es nicht schlauer wäre, einfach Denzel erstmal anzugreifen. Weil sobald wir ja, halt... Ja, aber die sind ja verbündet miteinander. Nee. Denzel hat gerade keine Bündnisse. Ja. Oh, das ist krass. Boah. So. Wollen wir ja, das wirklich... Ein Kind angreifen? Also ich finde, ich habe moralischen, ich habe jetzt auch gerade das Bündnis gebrochen. Byzanz ist weg. Okay. Das ist natürlich gar nicht auffällig, während wir zu dritt sitzen. Ja, also jetzt hat er gerade nur noch 2000 Verbündete. Also Leon? Ja. Ja, kannst du dann Königreichskriegsgrund machen? Nee, weil, wobei Ansprüche... Ich kann halt auf Toledo kann ich halt angreifen. Ja, ein Krieg um eine Stadt, ja, kann man machen. Ansonsten, ich bin auf bei 80% von Illuster. Das brauchst du ja dafür. Ja, das ist das Problem mit Illuster. Und kann ihm dann halt Galizien weghauen. Ansonsten geht natürlich immer der Ringenkonflikt. Der nimmt ihm Toledo und zwei weitere Sachen. Na gut, ich meinte, das ist schon mal eine Gelegenheit, ne? Ja. Und dann warte ich. Und damit kriegen wir ja Ruhm, um. Lass mal schauen. Er ist schon wieder mit Byzanz verbündet. Er hat natürlich noch genug. Er hat ja genug andere Leute. Aber die können wir ja Schritt für Schritt. Kann ich seinen ganzen vermorden? Dankeschön, Moon, für den Prime Sub. Infant Ramiro. Wie viel Chance hast du auf den, Pia? Ich habe 44%. Ich habe so viele... Gott, ich habe so viele Pop-Ups die ganze Zeit. Es tut mir leid. Ich habe durchgehend Pop-Ups. Ich habe gerade auch wieder ein Kind verloren, leider. Waren bestimmt diese Halunken. Hä, ich bin noch nicht auf Ränkespiel gegangen. Ach so, weil ich so viel am Morden bin, habe ich was für Ränkespiel bekommen, obwohl ich eigentlich gar nicht auf Ränkespiel gehe. Ups. Das erklärt einiges. Wo will ich denn eigentlich hin gerade? Ich kann keine weiteren Bündnisse gerade schmieden. Ja, das Thema tatsächlich der Prestigestufe ist jetzt tatsächlich ärgerlich. Meine ist auch schon wieder 51. Okay, so, Moment. Ich soll gucken... Verbündet, Byzantisches Reich, Infant, Dingsabumsa. Darf ich den? Den darf ich töten, das ist nicht der Haupterbe. Wir können auch leider nur seine töten, weil die Byzantinerin ist zu weit weg. Mord? Nee, ich kann auch sie töten. Ah, okay. Ich habe bei ihr bessere Chancen. Dann probier doch du sie und ich ihn. Gut, also dann wäre hier jetzt das Ziel, dass wir über diesen normalen komischen... Ich kann das nicht machen. Grenzkriegsgrund, dann kriegst du, glaube ich, vier Grafschaften. Ich hab gerade ein ganz anderes Problem. Was ist los? Mir kann nicht unter Umständen potenziell vielleicht irgendjemand gerade Geld leihen. Nee, kann ich auch nicht machen. So eine Scheiße. Ja, das Problem ist, ja, ich muss das abbrechen mit dem Morddings. Dadurch, dass mein Dude ein mitfühlender Dude ist, habe ich so eine hohe Stresslevel, dass ich dem Tode nahe bin, tatsächlich. Oh, nee, das wollen wir nicht. Das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich den wieder fixe, weil ich einfach zu viel, ich habe zu viele Leute erpresst.
und hier und da dann ermordet. Jawohl. Ich habe mich gerecht für die ganzen toten Ehefrauen. Ich meine, wir können auch einfach mal natürlich abwarten jetzt, bis halt vielleicht König Alfonso stirbt, ne? Der ist ja auch schon 52. Wobei, ich bin auch 47, also der ist leider halt relativ jung gestartet. Ja, das Blöde ist, man braucht diese Illuster-Stufe und immer wenn meine Herrscher an die Macht kommen, sind die schon irgendwie 40, haben dann nichts an Prestige. Und ja, können wir eh die dann Illuster haben. Und wenn sie dann haben, dann sterben sie gleich wieder. Also ich kann halt bei Denzel kann ich 2 Grafschaften mit dem Ringenkonflikt mir holen. Das ist halt echt nicht so geil. Wir können halt natürlich unabhängig, also wenn Pia und Pia und ich Denzel im Ringen angreifen, beide, dann kriegen wir 4 Grafschaften. Und stutzen einen Christ mal ein bisschen zurecht. Ja, aber das sind wieder separate Kriege und sowas, ne? Ja, stimmt. Das sollten wir, nee, das sollten wir nicht nochmal machen. Das war ein Riesenfehler. Ich bin leider ewig, also irgendwie, es dauert sehr lang bis zu Illuster. Ja, ich müsste jetzt... Ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich nicht sterbe. Das ist meine größte Sorge gerade. Ja, kann mir jemand eventuell Geld leihen? Ist wahrscheinlich schwierig gerade, ne? Geschenk schicken. Weil der schickt dann wahrscheinlich zu viel, oder? Ich kann dir 150 schicken. Das ist okay. Zu viel. Ich würde was zurückschicken dann. Jawohl. Sobald ich kann. Ich würde nur gerne einfach eine Jagd schnell machen. Ja. Hast einen Dankeschön. Das ist der Stresslevel. Das ist... Oh Gott, ich bin nicht mehr dem Tode nahe. Oh, das ist beruhigend. So, und jetzt würde ich... Gott, ich kann dir nur 150 zurückschicken. Ich schicke das zurück, sobald ich es fertig habe. Ich mache plus 4, also das sollte schnell gehen. Also ich glaube, es ist jetzt tatsächlich dann erstmal das Ziel, dass wir halt... versuchen, auf die Ruhmstufe zu kommen, dass einer von uns so einen Königreichskrieg erklären kann. Oh ja, das ist aber nochmal die nächste, ne? Glaube ich. Also Illuster brauchst du für Herzogtum. Dann brauchst du noch eine höher und für König. Okay, dann kann das nicht der Plan sein. Weiß ich gar nicht. Warte mal. Also, wir brauchen, wenn ich ihn hier angreifen will. Wie mache ich das denn mit meiner Erbfolge? Enterbe ich die einfach? Ja. Stimmt, wir brauchen erhaben. Nee, das geht tatsächlich nicht. Herzogtum erobern geht auch noch nicht. Ja, brauchst du Illuster. Ich meine, da kann man halt schon einiges, also Herzogtum bringt halt schon einiges. Das ja, wobei, ja, dieser komische Ringkriegsgrund gegen Leon würde für dich auch schon super sein. 4 Grafschaften. Der wäre sehr gut, genau. Aber Leon hat halt dieses blöde Bündnis. Ich meine, ist jetzt halt, er hat jetzt auch noch Bündnis mit Frankreich auch noch. Ja, gut, Frankreich ist halt Frankreich, ne? 1000 Mann, ja. Er selbst hat 6000. Was hast du? 4000? Ich habe auch 4000. Oh. Pia hat auch 4000. 4200. Also er hat 11.000 Verbündete und 4000 selbst. Und ich habe... Dankeschön, Jasmin. Ja gut, mit Byzanz. Für die 2 Monate. Ja, genau. Dankeschön. Ich meine, das ist schon machbar. Ich muss mal, es wird mir im Chat zugetragen, dass Sepp eine Pause braucht. Dann lasst uns jetzt mal auch wieder zurückgehen erstmal. Jawohl. Ich versuche das aufzubrechen und sag euch, aber ihr steht bereit. Wenn ich spontan ihn angreife, seid ihr gewappnet, ja, oder? Ja. Gut. Ja. Dann gehen wir, ich schieb euch zurück. So, Moment. Bevor du das nächste Mal klickst. Ah. Es war bisher immer, das obere ist dann... Du nicht alles verlierst. Posieren. Was haben sie geändert? Oder. Oh nein, hast du gewebert? Emergency Call, ja, genau. Ja, also irgendwie hat mein Onkel wohl gesagt: Hey, du soll ich nicht für dich alles übernehmen und das Reich zerfallen lassen?
Und ich so, okay, ich verliere hier Schrecken. Was ist das für eine komische Nachricht? Hab dann gesagt, ja, nee, das andere will ich nicht. Geklickt und auf einmal habe ich noch ein Land. Also eine Grafschaft. Nein! Und das war dumm. Oh nein! Ich war nie oben. Okay, dann kenne ich das Fenster kenne ich halt nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Die andere, also gesehen. Die Frage, die sich mir gerade stellt, ist, hat er das ganze Gebiet noch, der Onkel? Nee, ich muss sie alle einzeln zurückerobern. Oh, also ich kann jetzt nicht mal sagen, okay, ich gegen Krieg gegen einen, ich muss gegen vier, eins, zwei, drei, vier Leute muss ich einzeln überfallen und ich hab die Sachen gar nicht, also die Räumlichkeit und Prestige dafür. Haben wir einen Speicherstand, um neu zu laden? Also tut mir leid, da hab ich einfach alles nicht gut, verklickt. Das ist passiert. Ich kannte nicht mal diese Nachricht. Haben wir einen Speicherstand, Mois? Keine Ahnung, also ich hab keinen angelegt. Ich weiß nicht, ob der im Multiplayer irgendwelche Autosaves macht. Er macht eigentlich immer Autosave. Also von meiner Seite aus können wir gerne mit dem letzten Autosave neu laden, weil ich glaube, also wir spielen halt jetzt noch 4 Stunden. Und ich sag einfach mal so, wenn ich in Position wäre. Ich würde dann einfach aufgeben, ne? Genau, deswegen. Das ist eh nicht so mega gut, aber. Ich meine, ich war schon mal in Selbstperspektive, ne? Ich fühle es sehr mit dir. Man war es, als du Großreichkönig warst, dann wurdest du halt gebumst am Ende, ja. Das war. Ja, jetzt redest du mein Leid wieder klein. Ich wollte ja, weißt du, einen Moment der bruderschaftlichen, des Mitleids und so. Herren vor die Säue. Ich kann gerne mal aus dem Menü rausgehen und ich habe es hier nochmal gespeichert zur Sicherheit. Und schau mal, ob ihr hier irgendein Auto saved. Genau, beim Neuladen muss ich ja halt trotzdem noch gegen meinen Onkel kämpfen, aber wenn ich dann verliere, dann habe ich halt verloren und nicht, ich habe einfach meine Sachen abgegeben. Du hast das ja auch diverse Male durchgemacht. Ja, deswegen weiß ich ja, wie scheiße Sepp das ist. Sepp hat einfach gewebert. Wird bei deswegen weiß ich ja, wie scheiße das ist. Ja, habe ich auch. Ironie will ich halt nicht, dass er jetzt in der Situation ist, weil es halt kacke. Aber wir gucken, Dankeschön, Irwisch, für den Prime Sub. Und hallo, Chabuya. So, Spielhost. Danke nochmal auf jeden Fall, Irwisch. Danke. Es gibt ein paar Autosaves. Ich habe keine Ahnung, von wann die sind. Da stehen ja immer die Jahreszahlen dahinter. Oh, nee, das ist super. 1. Januar und wir waren im August. Also das dürfte relativ problemlos sein, tatsächlich. Weil mein Haupttyp ist nämlich gestorben und mein Sohn wurde dann auseinandergenommen, so ungefähr. So, ich bin in einem neuen Spiel. Wo sehe ich da jetzt nochmal den Code für euch? In welches Menü muss ich dafür gehen? In dieses, links unten steht das, wenn du in der Lobby bist, wo du Länder auswählen kannst. Nee, ich bin ja nicht in der Lobby, ich lade den Spielstand und bin dann direkt im Spiel. Achso, Escape drücken und dann kannst du auf Charakter wechseln und dann muss, genau, auf Escape sieht man es nämlich nicht, aber im Charakterwechselmenü sieht man es. Genau. Dann poste ich euch das jetzt in unsere Discord-Gruppe. Das Passwort ist das gleiche wie vorher. Und dann sind wir nicht weit hinten dran. Moment. Vielleicht kann man die Möglichkeit auch gleich nutzen, vielleicht für die nächste Pause. Auf jeden Fall. Oh ja, das ist eine gute Idee. Das trifft sich ja gerade ganz gut. Hier ist der Code im Gäste-Discord-Chat. Und dann könnt ihr gerne alle reinkommen. Es ist gerade pausiert. Dann sehen wir uns in, weiß nicht, 10 Minuten wieder? Ja. Oder gerne. Braucht ihr mehr? Ja, na, das passt gut. Nee. Wunderbar. Dann bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Dankeschön, Zweibra. Dankeschön. So, wir laden rein. Hallo, Schurek. Das wird heute ein spontaner 12-Stunden-Stream, oder? Oder war das geplant und angekündigt? 13 Stunden. Geplant war es, großartig angekündigt habe ich es nicht. Also, ich bin halt. Ja, Chat, halt das war puh. Das Titelbild ist von Total War Warhammer 3, genau. Also, es war schon geplant, dass ich heute so lange da bin, aber ich habe jetzt keine große Ankündigung dazu gemacht. Das
hat sich einfach mit dem Content, der heute geplant, das hat es sich halt so ergeben, dass heute so voll wird. Aber ist ja auch cool. Also ich bin ja ultra excited. Das macht ja ultra, ultra viel Spaß gerade. Sehr, sehr happy. Und freue mich auch, dass so viele von euch da sind und auch Bock drauf haben. Wie geht's jetzt gesundheitlich? Nicht so gut. Also, ich habe ziemlich Halsschmerzen. Ich hau mir jetzt auch gleich nochmal eine Tablette rein. Ich bin ziemlich krank. Ich habe auch alles abgesagt quasi, was ich noch gehabt hätte. Die Woche an Terminen. Und ich bin jetzt wieder in meinem Stressbereich. Dankeschön, Rakdos. Danke für die 5 verschenkten Subs. Das ist ultra nett. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, danke, danke schön. Das ist super lieb. Dankeschön. Okay, normalerweise würde es mich gar nicht anstrengen, so lange online zu sein. Aber ich habe ziemlich sicher Fieber und das ist dann ein bisschen heftig. Und hallo, der Awesome Duckbill. Das ist dann tatsächlich ein bisschen heftig. Und Dankeschön nochmal, Rakdos. Vielen, vielen lieben Dank. So, ich hole mir mal ganz kurz Tabletten. Dankeschön, Turtle Squad, für die 100 Bits. Vielen lieben Dank. Ich finde das Unangenehmste, wenn man... Hallo Azad. Das Unangenehmste, wenn man einen angeschlagenen Hals hat, ist, wenn man dann Tabletten schlucken muss. Ich finde, es fühlt sich so furchtbar an. Es fühlt sich so, so furchtbar an. Es ist richtig unangenehm. Ich bin krank, Janika und Hallöchen.
Ich bin krank. Mach doch so einen Unfug nicht. Es tut mir leid. Ich mach das ja nicht aus Absicht. Gavel? Ich habe dir jetzt zweimal sehr nett gesagt, dass ich kein Backseat-Gaming von dir haben möchte. Und das ist jetzt mein dritter Versuch. Wenn ich noch einen Tipp von dir lese, hast du hier für 24 Stunden einen Bann. Wenn du es nicht verstehen möchtest. Enterbe ich die jetzt noch alle, ist die Frage. Was kann das Backseat Gaming? Ist es dieses, mach doch das, mach doch jenes, warum machst du nicht das? Du kannst doch das und das machen. Ich wollte gerade einfach danke für das ganze Programm heute sagen. Habe halt seit 11 den ganzen Tag auf Arbeit zugehört, während ich alte Ordner aussortiert habe. Und der Stream hat das Ganze um ein Vielfaches besser gemacht. Also danke, dass du das alles machst und das, obwohl du krank bist. Das ist sehr nett, der Fox. Dankeschön. Danke, danke, danke schön. Ja, es ist sehr, sehr lieb. Wurde das Problem mit der falschen Auswahl bei dem Event gelöst? Wir laden neu. Hasibel unverändert. Nee, nee, nicht du, Double. Das Problem ist, ich kann die halt theoretisch enterben. Ich kann es mir leisten. Aber dadurch, dass mein Dude mitfühlend ist, kriege ich halt so krasse Mali darauf. Das ist richtig nervig. Und Dankeschön, Sturmtochter, für die 5 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Danke, danke, danke. Das ist sehr nett. Dankeschön. Ah ja, und was im Chat vorhin stand, ja, wir haben schon Corona-Test gemacht, weil Corona-Test ist negativ. Wobei ich auch sagen muss, dass ich mir nie sicher bin, ob das aussagekräftig ist. Ich habe auf jeden Fall diese Woche, seitdem ich mich krank fühle, am Sonntag alles abgesagt und auch bis Ende nächster Woche und auch Anfang nächster Woche. Und ich hoffe einfach, dass ich bis Mittwoch nächste Woche wieder gesund bin, weil ich eigentlich auf dem Republika und auf der TinCon bin und das nicht klappt, wenn ich da noch krank bin. Fahrschule läuft gut. Ich hatte jetzt gestern meine letzte Theoriestunde. Das ist ja alles Online-Theorie noch. Ich hätte jetzt meine zweite Sonderfahrt am Samstag gehabt. Ich habe eine Fahrstunde am Montag schon verpasst. Die zweite Fahrstunde verpasse ich jetzt am Samstag. Nicht Sonntag, Samstag. Was ultra nervig ist, weil ich dann die zweite Sonderfahrt durchgehabt hätte. Aber es ist, wie es ist. Nee, habe ich noch nicht Sinnes. Naja, Autoführerschein. Ich hoffe einfach, dass sich das fixt. Ich hoffe einfach sehr, dass es sich fixt. Und dass ich einfach Ende der Woche wieder gesund bin. Okay. Gar keinen Bock, krank zu sein gerade. Wirklich gar keinen Bock. Nach 5 Jahren mal wieder eine Erkältung gehabt, kein Corona.
Was ist da los? Ich brauche zwar keinen Führerschein, kriege nächste Woche aber auch ein Kennzeichen und Fahrstunden. Meine Eltern überlassen mir einen aktuellen, ich bin den E-Scooter. Oh, das ist geil. Zu sein? Hallo. Ja, hallo, hallo. Aha, hallo. Hallo. So, es scheint ja alles geklappt zu haben, wenn ich richtig sehe. Alle sind wieder an ihren angestammten Spielerpositionen. Yes. Ja. Jawohl. Ich bin dann wieder dem Tode nahe. Da muss ich dir nochmal Geld schicken, oder? Ja, bitte. Gerade gehabt. Jawohl. Dann, ich würde auch kurz mal jetzt beginnen, aber in Pause und nochmal ein kurzes Recap machen, aber etwas kürzer als vorher, weil es hat sich ja gar nicht so viel geändert. Aber